Jetzt geht's los. Geil, okay. Das ist so dumm. Ja, was mich immer stört ist, das auch, aber man kann ja nicht filmen, ohne das Display aus ist, ne? Also ja. Das ist ein bisschen doof, denke ich mir. Schau jetzt. Ey, das kann man immer noch ändern dürfen. Ne? So, weißt du schon, der Zuschauer ist jetzt gespannt, was passiert. Nee, aber wie gesagt, ich tue ein bisschen Kamera. Also nochmal auspacken. Oh. Das schön. Noch Ey. Ich habe mir auch einen gegönnt, aber 3,50 ist schon ein bisschen hart, ne? 3,50 Wir ist waren mal schon. bei 2,50 oder 2,49. Alter. Ja, das war alles mal war weit unten, ne? Weiter unten. Boah. Inflation, mein Boy. Nee. Das musst du sagen. Du kannst es rüber sagen. Okay. Alter, nee, ich steh auf. Dachte, du legst auf den Boden und so. Geil ist es ja schon, dass man jetzt immer so, weißt du schon, wir sind so halb durch eine Halle laufen hier. Das ist schon geil. Und ich kann es ehrlich sagen, Scheiße gehen ist unangenehm. wieso, wenn man so halbe Welt jetzt macht? Ja, du gehst so, wenn du sagst, okay, du hast jetzt Scheiße geil, das war am Sonntag oder so, da war wo ich aufwache, willst du deine erste anzünden oder so. Ja. Okay, dann denkst du so, okay, dann verdrückst du, okay, dann gehst du wieder Scheiße, wieder zurücklaufen, wieder hinlaufen, zurücklaufen. Das ist ja schon ein Weg. Das glaube ich dir. Okay, naja, könnt ihr warum nicht, ne? Aber. Naja. Oh. Sehr geil. Im Zen-State sein, Mann. Weil, genau das habe ich dir gar nicht erzählt, ne? Das sind die. Da hat der neuwertig 1.800 gekostet, ne? 2007. Und gebraucht kriegt man den seit 2010. Seit 2010 für 1.400. Na? Immer, bei jedem, nonstop. Und dann ist mir aufgefallen, wenn ich dieses Drecksding verkaufe, der Roland, hab ich dir gezeigt, diese kleine Buster-Version, ne? Ich finde jetzt alles nochmal recyceln, einen kleinen Buster-Mobil mit Akku und, weißt schon, Gyroskop-Shake oder so. Wenn ich mir davon 4 kaufe, bin ich bei 800 Euro, habe immer noch 600 Euro über. Ne? Das wäre so die Theorie nicht gewesen. Aber dann ist ja heute der kleine Schock gekommen, dass der Scheiß auch der ist. Also mit so kleinen, vielen Drecksdingen hast du, weißt schon, viel mehr Möglichkeiten. Nervös. Habe ich dir noch gar nicht gesagt, dass ich letzten Freitag 35 Euro gefunden habe? Nee. Also nicht gestern, sondern vorletzten Freitag sozusagen. Ja, da bin ich am Spital lang gefahren und bin dann hab voll den Stachel reingehauen, weil ich gesehen habe, da liegt irgendwas Blaues, Rotes auf dem Boden. Ja, das ist zu geometrisch dafür, dass das jetzt Müll ist. Er war zu gerade und dann habe ich. Ja, geil. Keine Ahnung, es sind 20, es sind 10er fast schon und so habe ich festgestellt, es waren 35 Euro. Alter. Da dachte man, hey, ich könnte jetzt den Typen hinterher radeln, aber am Ende ist es der gar nicht gewesen. Und wenn er mich fragt, also wenn ich in der Situation wäre und mich jemand fragt, hey, sind das deine 35 Euro? Dann hat der die Story seines Lebens, dass er sagt, okay, heute ist jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, aber 35 Euro verloren. Brauche ich jetzt nicht so. Aber. Gehst du zum Edeka mit diesen 35 Euro am nächsten Tag oder so und alle weg. Alles weg. Ich habe nämlich Tabak, Drehpapier, was zum Trinken gebraucht, haben wir wieder was zum Essen und alles weg. Sogar mehr noch gezahlt, glaube ich. Oder nicht genau. Das kann schnell gehen, Mann. Das kann sehr schnell gehen. Alter, da stehen wir da hin. Nehmen wir den Müll so ab. Hinstellen, wo stimmt denn das von dir noch? Oh, der darf aber laufen. Boah, ich küsste meinen Aschenbecher rein. Ich wollte zwei. Ey, scheiß mal. Fuck, ich hab vergessen, du hast zwei, ich hab einen. Jetzt, ja. Da gehen die 16 Euro nicht auf. Jetzt soll es hinkommen, auch noch. Genau, wo ich ja im McDonald's war, dass du diese Ansitz-Scheiße, diese Sofa. Ja, ja. Und waren zwei Kinder, die die ganze Zeit dabei gingen, laufen. Vor dem Müll war ich. Doch, die war's kaputt mit denen. Meinen Eltern war es egal, oder? Aber, ah ja, das ist wie Dings. Ich habe gestern das lustiges Dingens gesehen. Da gab es Junge, Montana, 2021. Genau, der ist mit seinem Pyjama in den Wald gegangen, mal kurz spazieren.
ist verloren gegangen, für zwei Tage vermisst gewesen, hat dann irgendwie in irgendeiner Holzhütte, hat er so Unterkunft gefunden. Ein ganz kleiner Junge, ja, 8 Jahre, 10 Jahre oder so. Ja, genau, hast du den Fall gesehen und genommen, dann so von wegen, ey, wir bringen jetzt deine Mom und dein Dad, weil er ein bisschen, weißt du, dehydriert und ausgekühlt und so, und dann haben wir zurückgebracht. Schau dir mal zu 1000 Jahre lang, bis der nicht sieht. Ich hab den gesehen. Genau. I have seen shit. Und dann kommt jemand, jetzt wird jemand ermittelt, warum haben die Eltern mal kurz 2 Tage gewartet und nicht Polizei geschaltet, weißt du? Weil vielleicht wegen dem Begriff oder weil man immer meint, so okay, nach 48, genau. Genau, und dann habe ich extra noch gelesen, genau, das ist ja allgemein weit verbreitet falsch, meine. Ja, du sollst sofort. Theoretisch sofort. Wobei es da auch schon Fälle gab, wo jemand im Urlaub war und einfach niemandem Bescheid gegeben hat, Handy aus hatte, weil er sagt, okay, ich habe keinen Bock, dass mich jetzt irgendwer in meinem Urlaub nervt. Ja, Mann. Oder 127-Stunden-Film-Dings mit Typs, die was schon mit dem ist. Was auch mal, oder was jetzt vor kurzem passiert ist bei meinen Eltern, das ist der Mann, oder? Da ist der Mann von einer gestorben. Okay, ja. Und die haben sich halt gedacht, ja, zum Gedenken oder so, dass wir halt jetzt eine Anzeige in die Zeitung setzen, ne? Aha. Und da sie aber irgendwie ein Konto hatten, oder er hatte ein Konto oder so, hat sie jetzt keinen Zugriff aufs Konto, weil sie das Konto bereits gesperrt haben, weil die Sparkasse oder die Bank selber gesehen hat, die Todesanzeige, und haben das jetzt einfach mal schon mal beendet oder so. Wobei man auch denkt, Leute, das ist so eine Scheiße. Erstens kann ich jederzeit meinen Tod dadurch faken und ihr löscht das für mich, ist okay. Zweitens denke ich mir auch so, was ist, wenn in der Region 2 Leute sind? Mit demselben Namen, selbes Datum oder was weiß ich, keine Ahnung, weiß man's. Ich meine, gut, wir sind jetzt hier nicht in der größten Stadt, aber wenn du jetzt wirklich mal so eine große Stadt nimmst, da gibt es bestimmt 2 mit demselben Namen. Aber das erinnert mich, was war das? Ich habe irgendeinen Film gesehen, wo in so Hauptcharakter, genau, Hauptcharakter sollte eigentlich Geld kriegen, Todesversicherung von den Familienverwandten. Und dann haben die, aber es passiert auch vor einem Film, die Person hat sich lebensversichern lassen, hat aber angegeben, dass sie nicht raucht. Dann gab es auch eine Geburtstagsparty von irgendjemandem und hat gesagt, hey, der Feier des Tages hat keine rauchen. Ja, okay, rauch mal eine. Dann hat irgendjemand ein Foto gemacht, wie die Person geraucht hat, auf Facebook das gestellt. Dann hat die Versicherungsfirma das auf Facebook gesehen. Ne? Also die Person raucht, hat aber gegen, dass sie nicht raucht. Versicherung verdeckt. Und ja, genau. So krass. Sogar behindert. Da gab es ja noch irgendwas, was war das Fall oder so, von wegen Hundesteuer. Musste dann auch jemand persönlich geschickt oder habe ich das selbst gesehen? Jemand muss eine Hundesteuer bilden, weil irgendeine Person hat einen Freund besucht mit Hunden und hat sich ein Foto machen lassen und auf Facebook hochgeladen. Das ist das Bild. Das ist mit 2 Hunden. Das sind deine Hunde. Du bist auf dem Foto mit den Hunden, ja klar. Das ist eine Wurzel. Also wenn ich jetzt halt, keine Ahnung, Hundesitter bin? Viel schlimmer, was ist, wenn du neben dem Haus stehst und machst ein Foto? Dir gehört das Haus. Das Grundstückbesitzer, Grundstücksteuer zahlen. Was ist, wenn du so auf Fake Planet Erde stehst? Weißt du, du bist so groß und stehst Planet. Gehört jetzt Planet Erde? Wenn man da mal so weiterdenkt. Boah, so geiler Scheiß. Boah. Oh ja. Du hast die Chili Cheese Nuggets. Aber auch den Jelly Cheese Burger. Ich schätze mal, dass das, wenn der Chili Cheese Burger scheitern geht, kann die hier auch 10 Nuggets davon. Ne? Okay. Da gibt's Engi Bastard, Ermann, glaube ich. Nicht immer gut, Ermann. Ist doch auch deutsche Bastard-Firma, Molkerei-Produkte. Ermann kann er noch Gemüse an. Nee. Und Whitewood gibt's ja. Ermann hat das so nachgeflogen, habe ich das probiert. Das schmeckt halt wie, weiß nicht, Güte aus dem Abfluss oder sowas. Hat zwar auch so bestimmt vermutlich gesund, aber geschmacklich ist das Note 5 minus. Das ist erstaunlich. Heutzutage Geschmack zu kriegen ist doch nicht so schwer, denke ich mir. Ja, und die hat das irgendwie, ich weiß nicht, man schenkt ein Produkt, das, die haben anscheinend alles zusammengehauen, was gesund ist. Und geschmacklich, ja, keine Ahnung. Das ist halt alles drin, kann nicht gut schmecken, selber schön. Ne? Oh, so geil. Stimmt, ich hab nichts zum Trinken. Du bist du selber, ne? Da bist du selber. Oh, kann ich mit meinen Chili Cheese, da kann ich jetzt mal die Gun anfassen, die Nintendo Gun. Da hast du alle Konsolen so gesammelt. 2 sogar. Was? Das ist ein Backup-Server für die Gun. 3-mal. Das ist schlimm. Auch wo Feier. Das sind die Controller für das, ja? Die Sega, die habe ich 2-mal. 2-mal. Die Wii habe ich auch irgendwo 2-mal tatsächlich. Kriegst du sie so zusammen, dass du symmetrisch was siehst? Ein Laufwerk nach vorne, eins nach hinten. Ja.
Und ich hab hier. Die PlayStation 3 hast du hier? Ja, die 4. Also ich hab alle bis auf die 5er. Was, das ist die 4er auch? Das ist die 5. Das ist die 4 und das ist die 3, genau. Ja. Und ein N4Z, die hab ich auch zweimal. Wo ist mein Geld, du Wichser? Zwei, du hattest so vor, ne? Was ist das was? Ja. Mann, ich krieg sein Geld. Ah, ich habe mir das 20 PlayStation 5 bestellt. Wieso? Wach. Oh, die Figurines, das ist meine Animo Chili Diesel. Meine ehemalige, ja, Mann. Ja, schon. Lass ich auch da. Passt perfekt zu dem Fackelstädting oder was das ist. Ja, ich weiß nicht, die würde ich hier. Zu Snoopy? Ja. Es passt mehr, weil die Zeit nicht, ne? Aber, ja, immer. Aus dem Snoopy ist voll Hänsel. Voll viel Deo-Zeug. Soweit ist alles fertig. Was für Deo-Zeug? Deko. Achso, Deko. Soweit ist alles fertig eingeräumt. Bis auf Tisch. Geht so. Schlafzimmer ist noch so eine Baustelle für sich. Ich meine, ich habe noch keinen Platz für die Mikrowelle. Mhm. Wobei, ich echt gedacht habe, wie fett wäre das, wenn ich die Mikrowelle mir an meinem PC hinstelle, dass ich mir im Stream so slam rein, so. Und dann kannst du mitten im Stream so. Ja, ja, komm, ich meine, ich habe hier keinen Platz. Ich meine, ich freue mich hier vorne vielleicht noch so einen kleinen Tisch hinzustellen, wo ich dann meinen Vorratsschrank draus mache. Du müsstest hier irgendwie so noch von extra Bar oder Ticket bei Tür eingehen machen. Das ist so rumlaufen und so voll behindert. Das ist lustig. Ja, eigentlich habe ich, wie gesagt, so einen kleinen Serviertisch möchte ich mir hier machen. Und ein Regal möchte ich mir holen. Am besten nicht jetzt so ein schönes neues. Beim Baumarkt irgendwie so ein Lastenregal für 25, 30 Euro, so ein Metalldinger. Keine Ahnung, passt hier, glaube ich, ganz gut rein. Und an sich, im Schlafzimmer habe ich noch einen Karton mit Kabel gedönt, wo ich nicht ganz zuordnen kann, was das alles ist, was da drin ist. Ja, ja. Ein Kleiderschrank war ich zum Beispiel irgendwann mal da. Was du auf jeden Fall brauchst, ist wie Industriewerkstatt-Dinge. Kennst du das, wo so, das steckt in der Wand drin, kommt so runter und da sind so vier Buchsen, Stromsteckdosen-Dinger drin? Ach ja. Das wollte ich für die Decke, das ist ja alles geil. Muss nicht mal verwenden, das muss einfach nur so runterhängen. Ich bin auch noch überlegen, wie ich meine LED-Bänder einbringe. Mhm. Weil. Ah, die, wo man sich so gut aufschneiden kann. Die teureren, ohne viel Ding. Ah, ja. Zum Beispiel. Ja. Habe ich zwar, glaube ich, eine 2 rumliegen. Mhm. Aber. Mhm. Aber, die Nero? Nein, auch. Aber. Oh, das ist fett. Das ist gut. Ich will es kalt haben. Achso. Achso, das dauert immer, wenn es kalt ist, oder wie? Generell ist der Volllauf, was in der Leitung drin ist. Also auch wenn, so ist es. Wenn du auf heiß machst und pauschal anmachst, kommt es nicht instant heiß raus. Achso, das kommt so lauwarm, der Plastik. Ja, genau, das ist der Volllauf. Okay. Weil du hast immer ein paar Meter Leitung, die durch die Wohnung durchgehen. Ja, ja. Oder durchs Haus. Und die sind halt logischerweise in der Temperatur vom Haus. Und im Haus ist es halt wärmer als, ne? Okay. Also muss ich dann das Ganze volllaufen lassen. In der alten Wohnung war es ja so, dass du sagst, okay, du musst das fürs Heiße ewig lang vorlaufen lassen. Also im Badezimmer ist es halt schnell gekommen, aber in der Küche hast du 2 Minuten drauf warten, bis es kommt. Jetzt kommt es mir erst. Das ist kompliziert mit dem Stromding, ne? Und das Ding, weißt du schon, ja, da hat es immer so gemacht. Was, wenn die so an Tankstelle gehen und dann so wie America, wo doch der Typ sie, der Tankwart selbst eintanken darf und die Person darf nicht reintanken. Und dann kommt der Tankwart, nimmt von einem Mund Schlauch so. Wir machen das immer so. Okay, warte. Wenn der Profi uns das sagt, ne? Vom einen Auto klar zum anderen rein. Ich meine, ich kann nichts dafür. Und, wenn man so leichtgläubig ist, ne? Wenn man schon leichtgläubig ist, oh. Oh, ja. Flüssigkeit, Hydration. Was ist das? Flüssigkeit, Hydration. Oh je. Das ist so synonymmäßig, oder wie? Nebenbei, ich habe heute auch noch ein Meme gesehen, wie wir den Thema, was wir letztens hatten, am Salzmangel sterben oder so. Okay, ja. Das ist so ein Joke halt, YouTube Shorts oder so. Also einer liegt halt im Bett und ja, irgendwie sind ihre die und die Werte, Leberwerte so niedrig oder so, sie verlieren mehr Minerale aus dem Körper, also mehr Salz. Mhm. Yeah, so I just have to eat. Doctor thinks it's chips and sowas. No, we have to give you a special pills. It's kind of more complicated than this.
Und am Ende dann wirklich so, yeah, we gave you some Natrium purse, Natrium Chloride purse. It's salt. Yes. So it's a salt pill, yeah. Ja. Oh ja. Ach, Scheiße. Das ist so gut, Marlin. Und du wartest noch bei der Zähne, ne? Und du wartest noch bei der Zähne mit Fressen, ne? Das ist geil. Ein Food Gerson. Ist das dein Nachtrabbel? Habe ich dir auch mal eins geschenkt? Nein. Aber ich hätte auch mal eins. Was ist meins? Aber ich hätte noch Panik, dass dann leistungsmäßig was verloren geht, wenn es so lang ist. Ja, habe ich auch. Also, aber das Speedtest macht, hast du gesagt, passt das, gell? Ich habe mir das mal angeschaut. Also, Qualitätsverlust hast du bei 50 bis 100 Meter aufwärts. Und das ist? 15 Meter. 20. 20. Ach so, okay. 20 oder 10, aber ich glaube 20. Und das war das Einzige, was ich noch habe, was lang genug ist. Willst du das dann auch irgendwie über Decke machen? Oder so? Da ist irgendwo so ein Bag, wo du so die Dinger festmachen kannst, so Spangen und das Kabel reinklippen kannst. Ah. Und das habe ich mir nicht mal gekauft, das war noch da, wie ich angezogen bin. Also okay. Nutze ich auch. Bin nur noch am Überlegen, wie ich es mache, genauso wie mit den LED-Bändern. Ob ich das LED-Band auf die Seite mache oder auf die Seite. Weil wenn du hier bist, blendet es dich, wenn du so schaust, also sprich auch derjenige, der da sitzt. Wenn du da bist, blendet es dich, wenn du halt da oben hinschaust. Deswegen wird man da so PVC-Röhren dafür holen. Warum nicht einfach direkt nach unten blenden? Was wäre da das Problem? Vielleicht von der Decke? Also direkt den Holzbalken von unten, die Unterseite vom Holzbalken? Schaut nicht schön aus, ist nicht clean. Ehrlich? Kann ich jetzt nicht beurteilen. Braucht ein bisschen Ästhetik. Okay. Ich werde heile voll Donkey Kong Barrel. Hast du gewusst, Fässer gab es nicht, bevor es erst kam Donkey Kong, dann wurden Fässer entwickelt. Ich verarsche dich gerade. Ist mir schon klar. Nein. Du weißt nicht, wie smart ich bin. 25 Milliliter, das ist aber Marvel Studio Loki. Oh, Marvel, ja. Was? Süß-Sauer-Sauce. Es featured in Marvel Studios Loki. Wow, die Soße kommt in. In der Loki-Serie scheint vor. Und dann schaust du die Loki-Serie an. Ist das jetzt Merch? Hey. Ist das Merch? Ja. Denke ich mir auch. Habe ich auch über meine Chance und besorgt. Ja. The Sauce, das ist Boss featured in ja, Loki. Ja. Steht das auch in Loki dann drauf? Marvel Studios? Nee, aber dann schaust du die Serie an und in der Serie kommt dann wieder die Soße vor, also musst du wieder zu McDonalds. Zu McDonalds hast du dann wieder. So musst du infiniert und dann hast du wieder die Serie. Schau mal, nächste Serie von mir. Ich meine, ich hab die erste angeschaut. So, die Loki-Serie? Obwohl du alter Ketzer, du. Ja, du hast gesagt, die war ja gut, ne? Zwei Staffeln sind. Ja, die zweite kommt jetzt erst raus oder ist raus. Okay. Aber ich hab's nicht angeschaut, weil ich sag, boah, ich hab mir jetzt hin und schau mir das an. Meine Freundin hat's mir nicht angeschaut. Alter, krass, du bist. Ach, du warst auf dem Boss, ne? Das ist der Freundin nicht aufgekriegt. Oder? Ja. Ist doch geil. Wenn du richtig stehst, siehst du, was kommt von der Seite. Du kannst von, mit dem Fenster die Spiegelung von der Straße sehen. Ach so, ja geil! So, ach draußen hier. Stimmt, das sehe ich jetzt gar nicht. Oh, jetzt sehe ich gerade Blätter und so. Ja, geil. Krass, der Fall spielt. Nee, also wenn SEK kommt, kann sie gleich hier rausspringen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht einfach mir hier so einen Stand hin mache, dass du da hochklettern kannst, so ein Trittding. Ja, aber. Nee, du bräuchtest so diese asozialen Dings, vielleicht dann wärst du diese. Aus Holz. Mit dem Seil. Ah, ja. Wo du voll schweißig schwer hochkommst. Ich habe gestern auch ein Video gesehen, wo einer im Helikopter ist und so ein Rettungsding runterlässt. Rettungsleiter. Und. Ja, die war halt nicht zum Helikopter attached. Okay. Oh mein Gott. Du hast den runter. Krass. Wollen wir einfach da? So geht in Knien, schmeißt. Ja, Mann. Sir, I fucked up. Sehr geil, ey. Oh. Stell dir mal vor, da unten ist ein Team, das gerettet werden muss. Sieht das, denkt sich, yeah. Und dann kommt ja, so nach dem Motto, ja, hilft euch selbst.
So, das klingt geil. Ey, du hast da so Teppiche vor die Tür wegen Luftzirkulationszirk oder was? Zieht es da so kalt rein oder was? Nein. Oder wie so dran? Luftzirkulation. Warum? Ah, ach so. Ach so. Jetzt verstehe ich. Aber, ja, was soll ich sagen? Du wolltest mir noch Bewerbung schreiben, ne? Das war doch drauf. Ey, ich sehe gerade mit der Jacke, das ist mit der Tür. Das wird früher oder später, glaube ich, wenn du dann aufmachst, geht die Tür nicht ganz auf, oder? Oder geht? Ich habe schon da auch aufgemacht anscheinend. Hm. Ich habe mir das vorhin auch gedacht. Aber geht. Okay, dann ist cool. Ich habe es bloß eingehängt, weil ich es nicht unbedingt an der Schlafzimmertür noch haben wollte. Nee. Du besuchst deinen Krisch. Gell? Und der Krisch besucht dich auch, oder? Nochmal was? Der Chris. Ja, was ist mit dem? Du besuchst den ja ab und zu hier. Ja. Besucht er dich auch, oder? Also, hier war er bis jetzt, seitdem ich angezogen bin, noch nicht. Alles klar. Das heißt, wenn die zweite Person, die jetzt hier ist, oder war irgendwie... Du bist aktiv die zweite Person, die Wohnung besucht hat, nachdem ich hier angezogen bin. Ja, klar. Die erste Person war Ramona. Also, klar, Freundin auch, aber... erste Person war Ramona und danach warst das jetzt du. Okay, so bin ich eigentlich 0 und 3. Also, erfunden würde ich schon nicht so gerne, dass dann 1, 2... Würde ich jetzt eher anders betrachten, weil Freundin ist jemand, der automatisch die Wohnung sehen wird. Ich betrachte das eher aus neutralen Personen, die random auftauchen würden eher. So, oder sagen, hey, ich komme vorbei, um mit dir eine Zeit zu verbringen. Klar, Freundin auch, aber das ist so, wo ich sage, das ist unavoidable, sozusagen. Und ich hätte jetzt auch sagen können, ich habe am Samstag keine Zeit. Ich hätte auch heute noch sagen können, ich habe keine Zeit, weil meine Freundin mir heute Morgen noch geschrieben hat, so hey, wie schaut's aus? Na, wie geht's dir? Ja. Hast du heute noch Lust, bei mir vorbeizukommen? Und ich denke mal so, nee, ich habe kein Geld. Ja, ich gehe davon aus, sie hätte mir wahrscheinlich angeboten, dass sie mich holt oder ihre Schwester mich zu ihr rausfährt. Ey. Und selbst dann hätte ich das Problem, dass ich zurückfahren müsste. Ey. Von wegen Geld. Ey. Ich meine, klar, kostet nicht viel die Rückfahrt, 12 Euro noch was oder so. Mhm. Aber ich habe 3,98 Euro auf dem Konto. Okay, dann mach ich was. Alter, ich muss das alles rausschneiden, Martin. Das wird mich umbringen, weißt du das? Also mal ausmachen, Mann. Oh mein Gott. Nee, ich tue dann einfach... Wie mache ich das? Kommt da drauf an, was willst du überhaupt reden? Oder was ist dein Pre-Podcast? Gute Frage. Die Scheiße, die jetzt schon passiert. Auf was für ein, ja, was für ein Podcast willst du überhaupt vorbereiten? Irgendeine Scheiße, irgendwas raummäßig. So wie jetzt gerade. Ich denke, ich höre mir das einfach nochmal an, nebenbei. Und natürlich einfach rausschneiden. Ich brauche eine Zeitstempel, solange du keine eigenen Themen mehr willst, ist eigentlich alles cool, ich muss mal schauen. Leute, wir fahren jetzt nur 20, 30 Minuten, wo ich noch anhören muss. Und ich soll dann einfach, weißt schon, so mache ich das. Während du dann redest, cut ich einfach den Audiopart raus. So herzlich mache ich das, so einfach ganz gehen, du. Bei was sind wir? 8 Minuten, 10 Minuten, 11 Minuten. 22 Minuten, was habe ich dir gesagt? 22 Minuten. Ja, so easy kann es sein, Martin. Schau, so einfach geht es. Ich tue hier jetzt ein paar Tempo rausschneiden und dann bin ich fein raus. Und du auch. Hast du das mitgekriegt mit dem Sense Row 6? Nee, was war da? Also ich weiß, dass es existiert. Naja, ist eine große Firma gewesen. Dass nicht so gut ist. Ja, das 6 ist nicht gut, der Vorteil war jetzt auch nicht so super, aber ja, die Firma ist nach 30 Jahren pleite. Oder nicht pleite, sondern... Volition oder wie? Oder? Ja. Oh, wie, pleite, was haben die gemacht? Ja, das ist halt das Problem. Also die Spielindustrie scheffelt mehr Geld, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Mehr als Musik und Filmindustrie zusammen. Und nein, danke. Okay. You risk something and you lose something. Großer Einsatz, großer Verlust, ne? Wenn du halt 5 Jahre brauchst, um ein Spiel zu entwickeln, was unter AAA läuft, oder als AAA-Titel gezählt, und dann Millionen reinsteckst und naja, einfach nicht die Erwartungen von den Fans erfüllst, aber du schon in dem Punkt bist, wo du halt dich als nur noch ein AAA-Studio established hast, naja, dann kann jedes neue Spiel dir einen kompletten Genickbruch bringen, sozusagen. Ja, weißt? Ja. Krass. Und das war halt rausgekommen, oder? Die Woche, letzte Woche, so im Laufe des letzten Woche oder so. Krass, ey. Und weil, was ich noch nicht gewusst habe, ist hier zum Beispiel das Gollum-Spiel, ne? Mhm.
Das ist ja auch voll Bullshit. Aber wie ich das mitgekriegt habe, heute oder gestern erst, das war ja Diadelic. Das ist ein Studio, das nicht einmal was mit 3D-Spielen zu tun hat konkret. Das machen Point and, die machen Point-and-Click-Spiele. Ach so. Die haben Deponia gemacht, falls ihr das was sagt. Ja, 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 ja. Oder Harveys neue Augen und das Ganze. Mhm. Das haben die gemacht und dann sollten die quasi so ein fettes Ding entwickeln. Ja. Das ist so, wie wenn ich sage, ich verlange von einer Mobilspielfirma oder so, dass die mir jetzt hier ein neues, richtiges neue Call of Duty raushauen. Ich meine, es gibt Mobile Game Studios, die sich inzwischen oder auch schon mal sowas machen, mir fällt es bloß nicht ein. Mhm. Aber ja, ist ziemlich für den Arsch. Du hast so einen hohen Einsatz, dass du gar nicht mehr das teilweise schaffen kannst. Mhm. Wobei, das ist wirklich so, das macht doch einfach mal eine neue Reihe oder macht ein neues Ding. Bei Call of Duty denke ich mal auch, lutscht mir die Eier. Jedes Mal ein Spiel, was so der Call of Duty läuft, ich weiß selber gar nicht mehr, wie viele es gibt. Früher waren sie ja noch gut, aber jetzt denke ich mir nur so. Ja. Dasselbe bei Battlefield oder so, fangt was Neues an. Nennt es Duty of Call oder keine Ahnung. The Call of Duty, der von ja, keine Ahnung. Das werden die haben. Oder was weiß ich, aber reitet nicht den Namen, weil ja, ich verstehe schon, du hast dir ein Franchise aufgebaut. Ist okay, das funktioniert, ist in Ordnung, das kannst du die Welle reiten, aber du solltest dir halt trotzdem noch ein zweites Ross oder zweites Standbein schärfen. Ist ja egal, es kommt nächste Call of Duty, du installierst es mal kurz, 200 GB groß, dann ist er klar. Ja, eh. Und dann ist Candy Crush. Abgesehen davon, dass du wahrscheinlich noch eh einen 80 GB Download haben musst fürs Update oder so. Ja, stell dir vor, das sind ja 300 GB und es ist Candy Crush, mehr ist es nicht. Das ist ja so. Vielleicht ist es ja so, dass vielleicht Call of Duty selber deine PCs dann einfach nur als Bitcoin-Miner hernimmt. Ja, könnte durchaus sein. Ich meine, er läuft eh hoch und meine, das Spiel ist eh crap. Dein PC kackt halbwegs ab, wobei das Spiel wie scheiße ausschaut. Vielleicht ist es nicht gerade bei Call of Duty, die geben sich schon ein bisschen hier und da mal Mühe, aber trotzdem. Kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass das so ein Zeithassel ist oder so. Ja, ja, die Fans kaufen dieses Spiel schon. Und dann nebenbei machen wir uns noch eine goldene Nase mit Bitcoin. Oh boy! No. Allgemein, ich bin jetzt. Oh, warte, jetzt krass. Oh mein Gott. Oh, warte, mir kommt. Das ist überall. In der Firma mit drei laufen einfach so Raspberry Pi. Das ist anschließend eine Schule, die Bitcoin meiner. Ja. Das wäre geil. Ja, genau. Und Freundin war. Hast du jetzt alle gefressen? Ja. Ich hab mal ein bisschen Hunger. Was ist dein Problem, Mann? That was more than a snack-cident. Digga, das war schnell. Also für selbst für meine Verhältnisse. Ich gebe zu, ich lasse mir Zeit. Normalerweise wäre es so. Das wäre weg, wie nichts. Aber ich lasse mir gerade so meine Zeit. Und das war. Ich habe mir gerade echt gedacht. Ich lasse mir auch keine Zeit. Gibst du so ein paar, knetst einfach nur zusammen und dann machst du eine Wurst und inhale the Donut. So wie der Typ mit den Hot Dogs. Genau. Ich habe deswegen ein Video, das war das Video gesehen, Medizinvideo. So von dem, ich habe das gar nicht gewusst, dein Magen ist also zusammengestretcht, ne? Ja. Ne, du isst, dehnt sich aus. Ja. Und deswegen die Pro-S-Leute, ne? Bei denen ist der Magen dann richtig gestretcht, ne? Und was war das? Da gab es jemand dann Weltmeisterschaft Hot Dogs 1970, wo die ersten Mal oder sowas, hat einer mal so 17 Hot Dogs geschafft. Mittlerweile sind wir bei 107 oder irgendwie sowas. Und dann im Bauch derselbe Typ, der dann Weltmeister war, ist untersucht worden, ärztlich so, ne? Und da hat er dann auch gesagt, ich weiß zwar, dass ich es kann, aber ich weiß, das hat irgendwelche medizinischen Auswirkungen irgendwann mal. Ist ja klar, wenn du so viel reinschwingen kannst, ne? irgendwann kommst du an deine Erinnerung. Also ich habe es auch gemerkt, wenn du das permanent mal eine Zeit lang übst mit diesem eine Mass runterchuggen, dass das als so ein Liter in 3 Sekunden runter zu süffeln. Ja, you're gonna expand your stomach a lot. Das ist halt wirklich so, du merkst halt einfach, wie viel du fressen könntest zum Beispiel, bis du mal wirklich merkst, dass da Völlegefühl kommt, weil es voll ist. Und wenn du das dann wieder mal so für mal ein paar Wochen sein lässt, dann merkst du so richtig, okay. Weißt du, sie zusammen war? Ja, das ist halt alles ein bisschen komisch. Wieso locker eine Hand waschen? Naja, besser schon als bei mir an der Hand haben. Ja, das ist ein kleines Adventure, was du da läufst. Was denn, was? Wieso? Ja, weil du so weit gehen musst.
Hier ist, was ich verstanden habe. Demos, Penus, dann dachte ich, wie Penis oder Emos? Ich habe gesagt, du musst auf ein kleines Adventure gehen. Achso, wegen Reise, ja stimmt. Ja, der Ringe, das ist schon fast der Ringe doch. Da stehst du immer am Fenster und sagst, oh, schaut mich an, ich bin Gott. Warte mal. Die Maus ist voll cineastisch. Ich tu mal eben Kamera-Perspektivenwechsel ändern da. Oh. Oh. Aber ohne Schnitt. Ohne Schnitt. Raw Footage. Ja. Liebes Litz, motherfucking raw. Weißt du, was witzig wäre? Was? Wenn du den Part jetzt hast, ja? Dann einfach so ein Video lässt, aber nicht so cuttest, sondern einfach nur so richtig schnell laufen lässt. So. Ja, Mann, das geht eine gute Idee. Das darf ich nicht vergessen, was kann ich bei Gitarren? Nee. Ich muss irgendwie hinstellen. Ja, ich kann dir auch, wie gesagt, so ein kleines Puppenschutz fürs Handy geben. Ja, Mann. Nee, glaubst du, das kann. Ich lerne es auf, nein, ich brauche das Kissen. Ja, hau Stativ her. Ja, hau Stativ her. Oh, was ist das? Left Cartridge. Achso, ah, da kommt so neu. Ah, krass. Das ist ein Ostklappmesser, oder wie? Ich habe mal das Werbegeschenk hier mal gekriegt. Für wen hast du gewerbt? Geworben? Oh, ja, Mann. Hau her. Ja, kannst geil. Du auch mal extenden oder was, oh, weiß ich. Oder? Warte, ich tue den Lendenbereich aber so viel. Ja, machst doch du. Danke, du. Ja. Wie, echt? Das hast du mir jetzt geschenkt, oder was? Nein. Theoretisch könntest du das sogar mit Bluetooth verbinden. Achso, okay, für was? Was wird der Log? Du könntest das mit dem Knopf an- und ausmachen oder so. Oder Start- und Auspause und so. Okay, nicht schlecht. Warte, nimmst du noch auf? Du nimmst noch auf. Na, Mann. Ich tue mal eiskalt voll dein Privatleben doxen. Ne? Oder? Ja. Ja, das sieht doch gut aus. Auf der Couch stellen. Ja, aber auf der Couch ist schon. Ich hätte es am liebsten lieber weiter oben. Hm? Du kannst auch die Gitarre runterstellen und es auf den Autoreifen draufstellen. Oder? Auf den Autoreifen? Aber du meinst den Autoreifen dann selbst aufstellen? Oder wie? Wenn jetzt stellt sich wieder an. So, so meinst du. Oh, je, je. Oh, nicht schlecht. Stupid N-Word. Jawohl. Hast du hier was zum Rausschneiden? Nee, das lasse ich drin. N-Word kennt ja. N-Word. Das ist the cue. N-Word ist vollkommen okay. Noch. Oh. Ja. Außerdem, ja, genau. Apropos, genau, Dixel hier. Ich habe ja Strike bekommen. Ich habe mal hochgeladen Video. Ne? Hab mir einen Kollegen geschickt. Das war die neue Coupé. Irgendwie so. Was war das? Mann zündet seinen Penis während der Autofahrt an. Tiger springt ins Auto und es war irgendwie so Schlagzeilen. Coupé! Ich sag so, hab ich dir schon geschickt oder gezeigt? Das war richtig Action-lastig. Das war wirklich so nutzlos. So. Der Typ sieht, das bin halt voll schnell runtergeladen. Hat voll schnell als ich das mache. Ich kenn bloß das Video, wo die eine Frau mit einem Mann im Auto ist, irgendwie Asien oder China, was weiß ich. Mhm. Und die Frau steigt halt aus, weil sie hier Streit haben oder sonst was. Mhm. Und die sind aber gerade in so einem Live-Park oder so, also in einem Tier-Live-Park oder Enclosure. Ne, Animal Enclosure. Und ja, also nicht unbedingt Enclosure, aber ist halt eine Safari-Tour. Okay, ja. Ja, und es kommt halt ein Tiger aus dem Wald und snackt sie halt einfach mal weg. Mhm. Und dann denkst du auch so, what the fuck? Ich meine, keine Ahnung, du bist dir doch dessen bewusst, du machst das doch nicht. Ja. Stimmt, das passiert was leicht schnell. Aber der springende Punkt ist, ich habe deswegen keinen Kanalstreich, ne? Channel-Streich bekommen. Und YouTube bietet seit kurzem jetzt an, dass du spezial Schulungsmaßnahmen machst, was Strikes verursacht, damit der Strike wieder entfernt. Krass, oder? Aber das Video bleibt, oder wie? Nee, das Video ist gelöscht worden, ich habe dagegen widersprochen. Es kommt ja nicht mal. Das Ding ist, das Video von der Bildqualität ist das effektiv 2 Pixel. Du erkennst doch, dass es vielleicht schon Coupé-Zeitschrift ist, aber es ist so verpixelt, du siehst ja nicht mal eine Tinte drauf. Aber so wie das Video, wo du deine runterholst. Genau. Und da habe ich so viele Effekte drauf, dass man es so schwer erkennt mit Absicht. Ne? Was springt der Punkt ist, das hat YouTube nicht erkannt, wo ich meine Runde hole. Ne? Aber bei dem Coupé-Ding, ihr meint so, oh, boah, weil Coupé, ich habe das mal automatisch nachgesoft, das ist ja Erotik-Zeitschrift Deutschland, ne? Ist auch schon längst eingeschafft, leider. Deswegen müssen wir das zensieren wegen sexueller Inhalte. Und das waren voll die lustigen Schlagzeilen-Dinger. Ne? Ich musste das mal raussuchen. Darf ich auch also kein Video über Playboy machen oder so? Doch schon, weil der mir viel Geld gezahlt. Am Ende des Tages zählt ja, weißt du schon, alles, wo viel, weißt du, die zahlen ja viel Geld für Promotion. Ich bin auch immer auf seriös und so, bla bla.
Ah, okay, also wenn ich jetzt so sage, Eis.de ist seriös, Erotik-Shop, aber wenn ich jetzt den Erotik-Shop bei mir nebenan um die Straße nehme, der hier mit, keine Ahnung, sogar noch VHS-Kassetten für 3 Euro wirbt, dann ist das pornös, wenn ich über das rede, oder? Okay, verstehe. Ja, das wirklich sehr verarschlich. Ja, nee, das ist so. Das braucht man nicht sagen, ist mir durchaus bewusst. Deswegen ist das asozial. Das ist wirklich asozial, doch. Boah, wirklich so erzählt, nee, das schaffe ich nicht mehr, ne? Pack ich mal weg. Ja, Geschmack. Ja, das ist, ja, Sandwich-Geschmack für Spaß. Ja, no shit. Oh, ich hab Spaß gesagt, das muss ich auch rauskarten. Was, echt? Nee, das ist Spaß. Oder was? Nee, Hühnerei mit Hühnerei. Mit Paprika. Hühnerei, okay. Nee, weil ich es immer interessant finde, es gibt irgendwie so jeder, also Penny, Aldi, Lidl, Rewe, Edeka, Kaufland. Haben mehr oder weniger dieselben Produkte, aber unterscheiden sich in einer gewissen Art und Weise. Wenn du dir zum Beispiel anschaust, Edeka hat Thunfisch-Sandwich, Salami-Sandwich mit Käse und hier Schinkmandei. Okay, ja. Manche andere haben das auch, aber zum Beispiel, bin mir nicht sicher, ob es der Aldi oder Lidl war. Oder der Normal, keine Ahnung. Die haben irgendwie mit Couscous und Schlagweh oder das schmeckt irgendwie so zu intensiv nach dem, was drin ist, weißt du? Das hat mir einfach zu viel Geschmack auf einmal. Genauso wie mit dem Pesto, die einen haben statt ein Calabrese, der Edeka hat Calabrese, der Aldi hat zum Beispiel das Haselnuss-Pesto, was ich auch recht interessant finde, der spaltet das ab. Hat zwei Kartons dort. Okay. Auf dem einen steht irgendwie Premium drauf und auf dem anderen steht einfach nur normal drauf. Und das eine kostet 1,59 und das andere kostet 1,29. Sag mal. 1,29. Wo ist der Unterschied? Ja, gibt's keinen. Aber ja, Kasper, eine bestimmte Folie, da kann ich. Es gibt schon einen kleinen Unterschied. Wo ich mich aber richtig beschissen gefühlt habe, war dieses Asia-Wok-Gemüse, weil ich wollte mir eigentlich ein Asia-Gemüse holen. Ja. Wollte ich es mal aus dem Aldi holen, oder was das da vorne ist. Okay. Und dann hab mir gedacht, ja gut, Tiefkühlabteilung, schauen wir mal. Nichts gefunden. Okay, ja. Okay, ich schaue so ein bisschen rum, dann habe ich jemanden gesucht, dann habe ich gesehen, okay, hier ist Kokosmilch und sowas. Und ich auch das Asiatische. Da war da so eine kleine Asia-Section, wo ich sage, okay, die haben halt China-Pilz-Wok-Gemüse, China-Wok-Pfanne oder, ne? Dann mache ich die Dose auf, ist halt eingelegt. Ist okay, ich hole mir auch Asia-Gemüse aus dem Glas, mal, keine Ahnung. Aber das war halt wirklich richtig hart Scam und allein deswegen würde ich es mir nochmal holen wollen, weil ich habe mir zwei Dosen geholt, einmal das Pilz und einmal das normale geholt. So viel von der Dose oben war es Gemüse, der Rest Bambussprossen oder diese Sprösslinge. Ja. Das war so ein Batzen, so. Und dann denke ich mir so, okay, das wird in der anderen Dose nicht sein, das war jetzt nur das China-Gemüse, vielleicht gehört das zum China-Gemüse dazu, dass das so ausschaut, dass da mehr von dem Pilzgemüse, so viele Pilze. Und dann kommt das Ding raus und denkt, ah, wunderbar. Das ist ja mal, okay. Ist die auch richtig angestellt vom Winkel? Ich glaub nicht, nee, wird auch schief und scheiße sein. Da sieht man nur dich, oder? Oder nur dich. Oder uns beide nicht. Im Idealfall. Vielleicht solltest du vielleicht auch mal mittendrin auf den Kopf stellen. Oh ja, Mann, auch gute Idee. Oder dich, keine Ahnung. Das mache ich, du. Warte. Das ist eine gute Idee. Jetzt, warte mal, schauen wir mal, wen man hier sieht. Oh. Form becomes a rotisserie chicken. Warte mal, sieht man, es ist auf jeden Fall Chef. Ich habe gedreht. Da schau mal, was zählt. Oh, geil, da liegt der Geld rum. Ja, 2,50. Wie, 2,50, das ist nur eine große 2,50. Achso. Das ist ein zerrissener Fünfer. Seit keine Ahnung, wie viele Wochen ich mir schon sage, ja, ich gehe zur Bank und wechsle den um. Ja, ich gehe zur Bank und tausche. Ich überlege mir schon, ob ich zur einen Bank gehe mit der einen Hälfte und zur anderen Bank mit der anderen Hälfte. Nee, das wird nicht klappen. Doch. Geil wäre es schon, weil dann hättest du so infinite money, ne?
Ich würde es halt einfach ausprobieren wollen. Also ich weiß, ich habe ein paar gesehen, die haben es auch schon gemacht oder so. Du kriegst einen komischen Blick. Der eine hat einen ziemlich geraden Schnitt durch seinen Geldschein gemacht und hat ihn wieder gekriegt. Der hat einen wirklich geraden Schnitt. Der kriegt noch einen komischen Blick bei der Kassiererin oder bei der Rezeption. Der andere hat das einfach nur nachgemacht, weil keine Ahnung, ob der auch das Interesse hatte. Ich habe das Interesse daran, dass ich mir einfach denke, ich habe 2x2,50 oder ich habe einen halben Fünfer, zwei halbe Fünfer. Und dann denke ich mir so, probier nicht überspielen. Stimmt, was sind die Leute? Also, ich muss bloß schauen. Nummerngleich müssen das sein. Wenn sie nummerngleich sind, also wenn. Seriennummer oder? Ja, die haben ja eine Seriennummer. Wenn jetzt auf der einen die Seriennummer draufsteht und auf der anderen auch die Seriennummer komplett draufsteht, weiß ich nicht, ob die das eintippen und denen dann sperren den 5-Euro-Schein oder so. Oder, keine Ahnung. Und deshalb, wenn ich sage, okay, ich gehe zu einer anderen Bank, dann könnt ihr nachschauen. Meh, meh. Sagt er, ah nee, wurde schon umgetauscht. Oh, ja, stimmt, ja. Aber, gute Idee, mach ein Foto. Und druck dir das Foto aus. Damit kommst du dann her. Das würde auch gehen. Aber nee, Das zählt ja eigentlich auch schon als. Geld, Betrug, ja. Fälschungszeugs. Deswegen haben auch viele Geld-Images oder so auf Google oder so, wenn du das suchst, haben die auch irgendwie ein Wasserzeichen. Ah ja, aber sowieso schon ein Wasserzeichen drauf. Du meinst noch ein extra Wasserzeichen? Oder? Ja, wenn du das im Internet holst oder so. Egal, Mann. Bei mir auch dann gegeben hat das eigentlich. Bei irgendeiner Serie kam es auch so vor, wo so einer dann, hey, ich hab's ja rausgefunden, du kannst Geld scannen und drucken. So läuft's ab, Mann. Ich glaube, das kommt doch bei dir sehr genau. Bei Stranger Park Boys kommt irgendwie sowas mal. Ich glaube schon, ja. Geld drucken. Habe ich mir früher gerne angeschaut. Ja. Oh. Oh mein Gott. Oh. Jetzt habe ich auch noch ein bisschen Energy, ist ja klar. Aber den Apfelgeschmack. Ich hab's mit XD Power. X Dauer. Ne, XD Power. Steht XD drauf? Ja, deswegen. Aber das ist nicht wegen dem XD, die sind da, weißt du schon, die Big Brain Corporate Marketing Leute, die haben nur wegen, weil es cool klingt, doch nicht wegen dem Lachen. -Ding. Steht da echt XD? Ja, da steht XD, jetzt siehst du das. Warum nennt es doch nicht einfach XP? Ehe, gute Frage. So, Experience Point. Ich glaub, Extreme. Das ist sowas. Eher more like X Dream, Dream About. Nee. Starship, Starfield, Star, Dingsel, sowas. Ja, hab ich mir gestern was angeschaut, ja. Auch von Gamer Schnexus und so? Nee, ich hab mir Spiffing Brits angeschaut. Okay. Der ist ein Engländer, der ist ziemlich cool. Der hat schon, ich meine, hier Skyrim ziemlich hart exploited und hat das Spiel gestern live gestreamt und hab mir angeschaut. Ich glaube, bis zum Ende vom Stream hat er, glaube ich, 7 oder 8 Exploits gehabt oder so vom Spiel schon. Du meinst von dem Starfield, du hast Skyrim gesagt, oder? Du hast Skyrim gesagt. Genau, Skyrim in Space. Weil sie ja Todd Howard gemacht hat. Ja, genau, Skyrim in Space hat die Max. Todd Howard. Glorious. Oh, wow. My game! Und der hat halt das schon irgendwie exploitet, weil er sagt, okay, da ist irgendwie ja Rüstung, die er haben will, wenn du sie da richtig hinstellst oder so. Und Inventory irgendwie so, hat es gehabt oder so. Geil ist das ja schon. Ist es doch auch schon, aber ja, in ein paar Jahren wird mich das dann interessieren. Ja, das ist halt so wie mit Skyrim, wenn halt jemand mal die Special Edition, die 5 Jahre oder die Extended Edition. Game of the Year nach 10 Jahren. Ja, genau. Ich meine, schau dir Skyrim an, wie viele Versionen es davon gibt. Und das ist jetzt wirklich auch fertig, das Game. Ne? Ja, wobei auch vor ein paar Tagen noch ein Leak war oder so, was ziemlich blöd war, weil der Typ, der das geleakt hat oder so, hat nicht nur Bilder oder so, er hat auch schon eine Kopie von dem Spiel oder so und hat die für 2.500 oder für ein paar hundert Dollar oder so, ich weiß nicht, ob es Tausender waren oder 1.000 Dollar oder 100 Dollar oder so, hat die halt online verkauft. Alter. Hat aber auch auf seinem YouTube-Kanal ein Video hochgeladen, dass er das Spiel bereits spielt und so oder sonst was. Und ich weiß nicht, normalerweise, wenn du sowas machst, dann machst du das so, dass du dir das downloadest, nimmst es auf, tust es auf irgendeine Seite draufladen, downloadest es von der Seite, tust es wieder von der Seite löschen, tust es wieder auf eine andere Seite, tust es da wieder downloaden, tust es dann wieder löschen und dann kannst du es irgendwann mal auf YouTube setzen oder so. Wenn du es erst über 8 Internetseiten dir gedownloadet hast, wo du es selber hochgeladen hast. Aber der große Fehler war, dass es auf seinen YouTube-Kanal geuploadet hat, welcher rein durch Zufall auch seinen Namen beinhaltet hatte. Okay, ja. Genial. Okay, ja, würde ich jetzt nicht wissen. Und am Schluss hat er irgendwie gesagt, dass er für seine Version eigentlich sogar noch Geld gezahlt hat. Alter, das ist bitter, du. Das ist richtig bitter. Mhm. Okay. Ich würde mal sagen, ja,
Ich meine, ChatGPT, oder? Schauen wir mal langsam Gesprächsthemen für den Podcast. Ist das nicht schon ein Gesprächsthema, was wir eigentlich haben? Nee. Das ist hier Vorglühen. Das ist Vorglühen, Martin. Jetzt ist Zeit für den nächsten Kamerawinkel. Nur ChatGPT, oder? Ich habe mir nicht gedacht, dass ich so viel Scheiße baue. Ne, das ist immer das Beste, wenn man non-skriptmäßig arbeitet. Ne? Non-skript ist das beste Skript. Das tut man da so eine Ecke. Der Meinung bin ich auch. Schon, gell? Oh, genau, dann bin ich kurz pissen. Und dann kannst du ChatGPT fragen, wie alt ich bin. Ne? Oh, jetzt hat sich gerade so eine Uhr. Das ist unterschrieben worden. Was ist das? Ein Drum-Ding oder was? Ein Drum-Head, ja. Ey, da ist eine Fliege! Im Klo! Die könnte sogar noch leben! Achtung, Absenkautomat, ich will nicht nachdrücken! Echt jetzt? Ja. Krass, man, super Breakdance mit dem Pissstreu. Oh. Ich weiß noch. Zu meiner Zeit haben wir Fliegen noch nicht in die Toilette geschmissen und drauf gepisst. Zu meiner Zeit haben wir sie uns gleich ins Eichelloch geschoben und dann erst gepisst. Ey, du kannst doch nicht Video schon bitte mit Copyrighted Strikes slash was alles cool. Ich weiß noch, wo ich im Dezember bin, ich herumgelaufen, hätte man einen Stein, ne? Mit so Bier. Ein Schniedeloch tragen können. Schniedeloch? Irgendwas? Ich klettert wäre, weil du gesagt hast, zu meiner Zeit oder irgendwie so. Ich hab gesagt, ja, zu meiner Zeit, da haben wir Fliegen noch gefangen und uns ins Penisloch gepisst. Und dann haben wir sie ausgepisst. Nicht erst in die Toilette und dann drauf gepisst. Genau, im Dezember, ich lauf so rum, am Toilette Bier trinken und pisse rum. Alles gleichzeitig. Ab und zu habe ich es auch laufen und pissen, was ich auch noch nicht finde. Das geht, wenn du rückwärts läufst. Oh mein Gott, ja. Nee, aber was war dann, da habe ich irgendwie so, Bigo hieß die Bigo Stream App und sowas, da tun lauter Leute streamen und sowas, ne, so wie TikTok, aber gefälscht. Und da habe ich dann auch gestreamt, wenn ich gelaufen bin, ne, Fligo Gigo. Genau, und dann habe ich ihm halt auch irgendwann mal gepisst und mich gemutet und gewarnt worden vom Pissen. Was du dir vorstellen? Schwarzes Winter, da hast du Pissgeräusche, der was gemutet. Warte mal, lass ich mal hier schauen. Ich schnappe mir jetzt mein Energy. Da habe ich jetzt schon Bock drauf, ein bisschen Energy, ne? Dann schnappe ich mir in den Stuhl da, oder? Klingt gut, oder? Klingt sehr gut. Schau mal. Oh, ist das ein Schlingi? Ist das ein Schlingi? Oh. Oder ist nicht so gut, wenn ich den Stuhl schlafe. Du kannst ja den nehmen, du kannst auch den da herstellen. So, Sofa, ja genau, das ist die Bilde. Nicht das ganze Sofa, Alter. Meinst du? Nicht das Sofa? Ey, nur den Sessel. Achso, ja, ich krieg's hin. Warte kurz. Gestern bin ich mit offenem Rucksack gefahren, dachte mir auch, wow, Merlin, neues Tief, ey. Ne? Weil da kannst du nicht singen. Obwohl, der Lande. Ja. Du kannst es doch einfach. Okay. Du kannst es auch auf den Sitz schmeißen und dann herschieben, aber okay. Warte mal, ich schaff das doch. Was mit dem Teppich? Mit dem Teppich auch schon. Schau mal, ob du den. Rutscht der mit? Nee, da geht gar nichts. Oh mein Gott, das ist auch voll schwer, oder? Oh mein Gott, ist das Ding schwer. Oh, Alter, du hast ja voll den Power. Alter. Da braucht ihr gar keinen Bock mehr in der Arbeit. Oh, jetzt hast du ja noch nicht dein Chili Cheese, jetzt muss ich ihn die wegessen. Oh. Jetzt sieht man gar nichts mehr von uns. Echt? Das ist jetzt nur so der Winter oder so. Das ist immer bloß meine Rückenlehne. Oh nice, du hast mir Chili gebracht. Ey, nein, Mann. Das
das kannst du doch nicht machen, Mann. Du machst ihn doch eh auf, also kann ich ihn dir auch auf. Also ja, stimmt ja. Ich habe mich extra für dich durchgeschüttelt. Weil jetzt mal ein bisschen anpassen. Oh. What the fuck? Oh, ich hab's. Ich bin Waldmeister, wenn es das. Also hier jetzt auch. Dachte ich schon so, what the fuck, das riecht voll süß. Warte mal. Also immer mal denn. Da seckt man mich. Das geht locker. Locker das leicht. Oh. Wie Waldmeister von der Heubrause. Echt? Ich weiß es nicht. Es ist Waldmeister, es ist nicht Apfel. Naja, das stimmt. Hab ich gesagt, es ist Apfel. Ja, es ist Waldmeister. Ja. Waldmeister, ne? Aber ich habe vorhin gesagt, das ist Apfel und du sagst, ja, ja. Hast du das da zu ziehen? Das ist ja Spaß. Das war echt im Wald, oder wie? Oh, das ist dein Dingsel, Tischlampe, die da so zwischen den beiden Bildschirmen. Dieses weiße Stift da, oder? Aber ist die Logik, damit du in die Fresse leuchten kannst? Mhm. Aber warum? Damit ich besser ausgeleuchtet bin. Achso, stimmt, für Amateur Lure. Stimmt, das hatten wir, ne? Nicht wirklich deswegen, aber wenn ich jetzt meinen OBS offen habe, dann ist der Hintergrund ziemlich beleuchtet, aber mein Gesicht durch diese Schräge, weil ich hier nicht viel Licht ans Gesicht kriege, naja, bin ich recht dunkel zu sehen. Mhm. Ein bisschen Ausgleich schaffen. Apropos, weißt du, was mir einfällt? Da eine 60-Grad-Kamera, wenn ich mal Shutter hätte, würde mich interessieren. Mhm, ja. Und nicht nur das. Was ich auch gerne machen würde, wäre Dingsel, wie heißt der Google Street View? Du kannst es aber auch so machen, dass du dir sagst, du holst dir 24 Kameras. Und dann tust du sie im Kreis aufbauen. Easy! Ich habe einen gesehen, der hat das gemacht. Ein Drummer. Der hat in seinem Stream das gemacht, dass er 24 Kameras hat oder so. Und dann, wenn er halt dieses Bullen, dann siehst du halt wirklich so jede Kamera. Ja, geil. Wie das ausschauen muss, wenn die auf einmal alle aufleuchten. Und wie, das hat sich auch aktiviert mit Sound oder wie, oder? Keine Ahnung, wie das einen OBS eingestellt hat. Ja, ich schätze mal, aber warte mal, ich will mal gerade schauen. Ah, habe ich es doch gewusst. Krebserregend, ja. Ja, Zucker, Süßstoffe, weil es schmeckt nicht nach normalen. Isoleucin, L-Valin, Valium. Aber es schmeckt voll hier, ja, mit Zuckersüßstoff. Das habe ich nicht gewusst, weil ich kenne das noch mit Normalzucker. Diese Hurensohn. Ich hasse Süßstoff. Ich schmeckst du sofort raus. Same, ich dachte mir doch. Wenn's nur normal ist. Meine Ma ist doch nicht anders und ich. Wenn du den rausschmeckst, das ist schon, das ganze Getränk kann ich eigentlich wegschmeißen. Aber ich hab's gekauft, ich muss jetzt austrinken. Ja. Ich muss austrinken, ja. Aber mir fällt auf, die Uhr ist voll im Weg, oder nicht, oder? Oder nicht? Dezent. Vor allem, weil du halt unten rechts auch eine Uhr hast, ne? Ja. Oder ist das irgendwie so... Es ist nervt auch super, wenn du ein YouTube-Video anschaust und die Reflexion oben auf dem Orangen dann siehst, dann siehst du den Untertitel und dann siehst du auf der Uhr dann nochmal auch so einen Teil mit Untertitel und denkst dir, oh, gehst du unten weiter und dann merkst du, oh, das ist ja, weil es mittig ist. So an sich stört es nicht, weil es halt wirklich nur ein Mühe einnimmt. Mhm. Es ist nervt halt bloß, wenn du ein YouTube-Video auf Vollbild hast. Oder musst du da jetzt mal schauen, wo bist du in deinem Bereich, aber in der Regel ist es nicht so schlimm. Vielleicht nur, wenn du ein Videospiel spielst, wo unten dir deine Anzeige ist, wohin du laufen sollst. Mhm. Aber dann würde ich es auch wegtun, oder? Ja, so. Aber ja. Ich denke mir was ganz Gemeines. So, statt 15 Bildschirme, die alle zugestellt sind. Nein, schon. Ist cool, ist nur jetzt chill, bring mich nicht um. Oh, jetzt kommt. Oh, Mikrofon aktiviert. Jetzt machst du Stream, wie ich im Podcast. Ja, und Alter, voll dunkel. Eine Stunde ist exakt, muss ich einstellen. Jetzt. Ey, das bin ich. Ey, ja, die Kiddies, die besuchen, der Oma bei mir Wohnung. Ne, jetzt wird's gefällt, Polizei kommt. Die Dixel hier, wo auch bei Videocam, die sind voll ausgerastet, so, weißt du, wenn die eigene Bild so sehen, boah, man sieht sich selbst so. Ne? Und die Framerate von der Kamera selbst ist so voll low, ne? Und dann die ganze Zeit, boah, das ist voll Magie. Also ich denke mir halt, nein, Alter, die Kamera ist nur scheiße, das ist keine Magie, ne? Wenn was scheiße ist, ist keine Magie, ne? Manche Leute kann ich schon einfach beeinflussen. Aber wo ich die Schreibmaschine sehe, da fällt mir auf, ich möchte nochmal Naked Lunch sehen. Der war gar nicht verkehrt, du. Hast du bestimmt auch mal gesehen, gell? Irgendwann mal, ja. Oh, mit den Schreibmaschinen und Käfer und so. Schau's mir Fuß an. Ja, weil der Abdruck ist. Welcher Abdruck? Was ist das? Stell ich. Möglich.
Ich bin mir jetzt Brüder hier mit dem Knie. Aber mir ist es so heutzutage, der Radikal. Hm? Ist bei dir jetzt auch der Schleimbeutel geplatzt? Nee, Schleim ja nicht. Ja, schmeiß aber Schäschi mit dir an, ich sag's dir, das wird uns bereichern. Wer da minder. Oh shit, du musst kurz deine Seele verkaufen, hätte ich erwähnen sollen. Ne? Genau, musst mit Gockel oder so, oder? Muss ich echt meinen Account? Muss ich jetzt selber einen Account schnell erstellen? Was hast du, Google Account, das ist ein YouTube, oder, Dixel? Das stimmt, ich kann ja. Okay, dann ist cool. Oh, stimmt, Gockel geht auch, ja, stimmt. Genau, dann muss ich okay auf Mann hin. Weiter hoch. Das? Weiter hoch. Da, genau. Also das hier. Nee. Über Google? Nein, weiter runter. Verarschst du mich jetzt mal? Du verarschst dich mal, ey. Dänisch. Ja, Dansk. Ah. Ja, genau, das ist geschafft. Das ist geschafft. That's it, man. That's it. What the fuck? Muss man echt das eingeben, oder was? Ich hoffe, da gibt's nicht original echt ein. Ja. Alter, gibt Fake halt. Ja, hab ich ja vor. Ja. War das erste Tag Weltkrieg? Nein. Das war auf jeden Fall nicht Ende. Echt, jetzt gib meine an. Gib meine an. Fuck it, 0172. Schön, das darfst du rausschneiden, ne? Nee, das lasse ich drin. Wer soll mich anrufen? Mein Telefon. Wo ist mein Handy? Oh fuck! Nein! Nein! Mann, achso, ist ja spannend. Wenn. Gib ein, egal. 0172. Also, 7, DOS. Also ohne die 2, ne? Genau. 1453. 1453. Und 573. Also, ich wiederhole noch. Genau. Und jetzt kommt der Kott. Dann machen wir halt kurz Video Ende und dann mache ich wieder ein zweites Video, so einfach ist das. Perfekt. Oh. Oh. Das hier geht raus an meine zukünftige Ehefrau. Das ist ein Dating-Video. Oh ja. Oh. Wo bist du? Du bist auch wach. Oh. Sehe ich denn echt, wie frisch das eingeschissen? Ich bin gespannt. Ihr kennt es nicht, manchmal kommt es halt ein bisschen flüssig. Ne? Ja, kommt ein bisschen nach mit, ne? Okay, jetzt. Oh. Oh ja, geil. Oh. Mega, keine Ahnung, stimmt, weil du gesagt hast, ein Dedertick richtig schlimm, oder was? Weiß ich nicht, du bist bloß nicht gelaufen. Stimmt, mit so ander. Ja, genau, gehen wir auf den Jet. Schauen wir mal. Dann gibst du ein Gesprächsziel für Podcast. Ich meine, ich habe dir vorhin ein paar Dinger entgegengeworfen, aber... Oh, was waren die Dinger? Ich hab's verpeilt. Wo waren wir mit Videospiel? Unter anderem. Hab ich alles ausgeblockt, oder wie? Ja. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, was ich da viel zu sagen kann, außer dass... genau, weißt schon, ich werde es in ein paar Jahren spielen. Das weiß ich noch. Ne? Oh. Ja. Und was noch? Was für Themen noch, du? Vielleicht, boah, Politik. Ey, da haben wir es doch! Gute Idee, Politik, Martin! Da bist du mit, da bist du auf Feuer Flamme hier. Ne? Da sind wir gleich hier, das ist unser Element. Ich meine, du bist ja ein Prä-Podcast, ne? Du könntest darüber sagen. Ja, ich könnte. Theoretisch hätte man das jetzt auch aufnehmen können, was er dir hier ausspuckt und das jetzt dann als Image hernehmen können. Und dann nimmst du das her und eigentlich arbeiten wir jetzt bloß das hier kurz ab und sagen, ja, du willst ja ein Gesprächsthema, wie man einen Podcast so quasi, bevor man den überhaupt startet. Okay, was haben wir hier? Wir haben 17 Themen, wir haben Popkultur und Unterhaltung. Was haben wir in Popkultur und Unterhaltung? Ja, wir hatten Staffel, genau, wir hatten Unterhaltung. Da hatten wir Gesundheit und Wohlbefinden. Hatten wir noch nicht. Kein Rush-Spiel. Ja, wenn du nicht mitmachst, mache ich die ganze Scheiße für dich. Ach du Scheiße, sorry doch. Ja, okay, was muss ich machen? Es ist dein Video. Gute Frage, du. Wenn ich ein Video machen wollen würde, dann würde ich es anders machen. Was würdest du anders machen? Oh ja, du. Ich habe keine Ahnung. Ich drücke auf Record.
Laber ein bisschen scheiße. Was ist das andere Mal? Oh. Mehr Chaos. Mehr Chaos. Mehr Chaos ist das. Was ist da? Hat die da was gestochen? Ich glaube ein Viech, ja. Ja, ich habe schon seit einem Jahr was an der Stelle. Genau an dem Spot? Ja. Ja, vielleicht ist das super seltene Hautkrankheit, dass man stirbt innerhalb von einem Jahr oder so. Ich hab gefurzt. Aber ja, was war mit Staffield? Ich weiß nicht, ich kann nicht so viel sagen, außer dass sie mal Skyrim im Space, so was ich weiß. Ja, ist er doch. Sonst, ja, Todd Howard, das wird halt verbuggt sein. Genau in 10 Jahren, bis er fertig ist. Bitte. Und ansonsten, genau, was halt cool ist, ist AMD, ist ja AMD Exclusive Title. Und Nvidia kann deswegen nur fast gut mit hinterherziehen. Das ist, was ich weiß. Ne? Und sonst, ist sowieso eine, es ist ja bisher nur Alpha- oder Beta-mäßig raus. Ne? Und solche Swiping Brits, so Influencer-Gamer-Leute kriegen das schon vorab. Aber das Original-Game kommt da dann fertig, finished, November, glaube ich. Oder sowas. Oder nicht. Und ich weiß auch, was war noch? Hey, was war noch? Genau, auf Intel-Grafikkarte läuft es zurzeit gar nicht. Ne? 6. September, ja. 6. September, total, oder doch ein bisschen. Oh, das ist ja gleich. Ja, ist er, ja. Ach du Scheiße, ich dachte November. Jetzt haben wir den zweiten, ersten. Das ist der zweite. Ja, das war durch 4 Tage in der Woche. Ja, total, noch ein bisschen Arbeit vor sich. Ja, ja, Mann. Schon werde ich mal ranhalten, ne? Ansonsten, ja, genau. Punkt 1 bei ChatGPT Popkultur, was geht sonst noch so ab? Popkultur? Boah, gute Frage. Das ganze so passiert. Ja, das ist so dieses, wenn ich konzentriert bin, dann habe ich ja diesen Hamsterblick. Popkultur. Popkultur, was kann man als Popkultur zählen? Keine Ahnung. Was boomt. Was boomt, genau. Keine Ahnung, die Ukraine boomt. Fuck! Das lasse ich drin, du Scheißigkeit. Das lasse ich als Prinzip drin. Popkultur. Ich weiß nicht, was passiert. Das passiert auf jeden Fall auch. Versuch es mit Furzen aufzuholen. Ne? Ich dachte, das wäre jetzt auch rund aus Augenwinkel. Popkultur gibt es nicht viel. Da, also keine Ahnung. In meinen Augen. Ey, oh Scheiße. Ja, genau, gib mal ein Google Popkultur. Oh mein Gott, ist das dumm. Ja, Mann. Warte, weißt du, in welcher Position du jetzt gerade bist, Martin? Jamie, could you pull up that clip? Popkultur, fester Begriff. Aha. Protest im Iran. Also, die boomen jetzt auch gerade. Sehr schön, Popkultur. Okay. Passiert. Ja, eine Manga-Messe, Festival Popkultur. Brauerei, Dialog auf Kultur Baden-Württemberg. Taylor Swift und Harry Potter. Wie viel Popkultur verträgt die Oni? Konnichi in Wiesbaden. Was ist das? Sind das ja Banner? Kultur gegen Kultur. Ja, gut, ich meine, die größte also Topic. K-Pop. Ich meine, der größte Topic von Popkultur ist ja gerade eigentlich schon um die Ecke rum mit Oppenheimer und Barbie, also Barbenheimer. I gonna build a bomb, it's gonna blow you up, it's fantastic, Oppenheimer. Hast du das gehört oder gibt's? Nein, das gibt's. Zeig mal. Da ist er. Vom Designer. Nein, mal gucken. Sehr geil. Schade. Aber was gibt's sonst noch? Bei Dinkel, was hat ChatGPT noch so? Genau, ChatGPT ist ja Popkultur, haben wir aber. Ich meine, diskutieren Filme, Serien, Musik, Bücher und aktuelle Trends. Keine Ahnung, das ist das neueste Buch, das ich kenne, was ich gelesen habe. Nenne ich mal nicht. Okay, nein, Schmarrn. Aber warte, Filme, das letzte Film, was ich gesehen habe, keine Ahnung, schon gesehen her. Der letzte Film, den ich gesehen habe, war Schlag mich tot. Letztes Wochenende mit der Freundin habe ich mir Aliens 2 angeschaut und Aliens 4. 1, 2, 4, stimmt, was ich gesagt habe. Ich meine, ich habe mal einen dritten auch angeschaut, finde ich auch mega geil.
Aber verständlich, dass sie nicht so auf das Thema war, für ein bisschen was Ernsteres. Klar, versaut ihr den zweiten, der zweite ist Hardcore 80er Action. Aber ja, was Serien habe ich nichts. Obwohl ja doch mal die Busch habe ich fast fertig. Gar nicht verkehrt. Gratuliere. Und IT habe ich aus Versehen wieder angefangen, hat er erzählt. Und der Ghost in the Shell, ich kenne mal langsam hier so alles kennen. Da gibt es auch ein bisschen mehr. Und ansonsten, wer liest Bücher? Keiner liest Bücher, ne? Oder hast du echt ein Buch gelesen? Das war ein Buchjob, oder du liest keine Bücher, ne? Warhammer 40.000. Also? Warhammer 40.000. Ist echt? Gibt's, aber... ich habe tatsächlich ein Buch, was ich vorhabe zu lesen. Ich habe welche. Krass, du bist da halt drauf, Mann. Also, ich bin bloß noch nicht dazugekommen, weil ich möchte mich dafür auch ein bisschen Zeit nehmen oder so. Oder generell, wenn ich Zeit habe für sowas. Aber steht noch Clockwork Orange an zum Beispiel, das habe ich noch auf Englisch da. Das möchte ich auch auf Englisch lesen. Aber ich würde sagen, ist immer besser, wenn du ein, zwei Seiten liest, dann kommst du dazu. Weiß nicht mehr. Wenn du in der nächsten Zeit liest, dann wirst du nicht mehr, also, denke ich mir, weil es geht ja auch. Ja, ist schon wahr. Aber ansonsten, Film, in der Serientechnisch geht bei mir eigentlich gerade gar nichts. Das ist ja eh klar. Nee. Filmtechnisch, gibt es irgendwas, worauf ich mich freue oder worauf ich warte auf einen Film? Irgendwas neues Avenger oder DC. Ja, genau, right. Ja, Mann. Als ob. Der Spider-Man wäre doch geil. Ja, mit einem komplett anderen Schauspieler. Und das ist voll so Multiverse, ja, Mann, und so ein neuer Schauspieler. Keine Ahnung, das. Seitdem ich damals 2012, 13 rum oder 14 rum damals das erste Mal diese Family Guy Folge gesehen habe mit Multiversum oder so, kommt es mir vor, als wie wenn seit da an ist das so. Keine Ahnung, in den 80ern war es ja so, wenn irgendwo Murder-Crime passiert ist, ja, das waren die Satanisten oder diese Hippies. Heutzutage, wir wissen nicht, wie wir den Film enden können oder wie wir die Situation umreißen können. Wie wäre es mit dem Multiversum? Das ist so die Antwort für alles. Ich meine, es ist eine coole Sache, man kann es auch mal reiten, aber es ist so die Antwort für alles. Aber was ist, wenn das Multiversum ein Koma ist? Hast du darüber mal nachgedacht? Das gibt es auch schon, angeblich soll ja eigentlich die Geschichte von Pokémon aus so sein, dass der Ash eigentlich bloß im Koma liegt und das alles nur halt träumt. Oh, genial. Das ist smart, ja. Das ist, wow. Aber, ja genau, was steht beim letzten Trends? Ah ja, stimmt, hast du die neue Mode, die... ich habe keine Ahnung, was... Ja, hast du den letzten Trend mitgekriegt? Suicide Joke? Nein, Suicide Shark, nein, just kidding. Keine Ahnung, hier. Also, mit so. Trend der Tidepod Challenge, genau. Ja, genau, sowas. Aber zurzeit versucht sich keiner so zu töten. Genau, was war das? Ich habe voll lustig gelesen. Werter-Effekt oder Werschel-Effekt, ich weiß nicht. Das ist voll cool. Medien berichten über Selbstmord, okay? Ach, und das muss ich. Ja, bringt sich Leute um. Ja, so geil, da wird davon berichtet. Subtil ist es in dir implantiert schon, ne? Jeder ist also die Schläferzelle und wartet drauf. Ne? Aber du musst ja auch eins immer sagen, je mehr Selbstmörder, desto weniger Selbstmörder. Ja, ja. Ja, Mann. Props sind raus an meinen Cousin. Ja, Mann. Das war zu viel. Sorry, du wirst gecancelt, bis raus. Ne? Hey, ich bin bloß dein Co-Host. Ich bin nicht derjenige, dem der Channel gehört. Ey, stimmt. Außerdem heißt es Coast, ne? Um es zu korrigieren. Nee, Spaß. Aber ja, schau, das bringt uns zum nächsten Punkt. Willst mich gleich, keine Ahnung, ich hoffe zu deiner East-Side. Also bin ich East Coast? Prinzipiell tue ich erstmal alles canceln. Das ist erstmal so ein Meterplan. Ach, schau, das bringt uns perfekt zum nächsten Punkt. Ja, Sport und Gesundheit. Ja. Alter, wie du schon auswendig kannst, hast du so auswendig gelernt, zu Psychopath, Mann. Weil ich eine Kippe rauche und dir mehr gefressen habe. Da steht Gesundheit und Wohlbefinden. Ah, je. Wegen Kippen. Mein Wohlbefinden ist, dass ich heute noch mehr rauchen werde. Okay. Also das ist das Gegenteil von Wohlbefinden, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Alter, und dass ich noch mehr fressen werde. Warum ist das so ein Mikro jetzt nicht? Das ist ja so eine Mikrozigarette. Damit man öfters drehen kann, oder wie? Was ist die Logik dahinter? Wo ist die so klein, Mann? Das ist beim Mikro. Der Psychopath. Ich drehe so, wie meine Filter sind. Ach so. Ich habe zwar gerade keinen Filter drin, aber meine Filter sind auch nicht dicker, als wie wenn ich meine Zigaretten drehe. Danach richte ich mich. Ich mag das nicht, wenn ich eine Zigarette habe mit einem 8mm Durchmesser, so wie die Schachtelzigaretten. Es gibt ja Filter, keine Ahnung, in welchen Größen Filter es gibt, aber ich weiß, dass es die 5mm gibt, glaube ich. Oder 6mm, 8mm oder so. Oh. Und ich mag halt das eher in der Stärke.
Und ja, wie du sagst, ja, lieber mal öfter eine rauchen, keine Ahnung. Achso, ja, wie mehrere Mahlzeiten am Tag, ne? Also lieber viele kleine Zigaretten statt eine große. Oder zwei große. Aber, genau, warte, gesundes Wohlbefinden. Also ich bin mit dem Fahrrad heute gefahren. Also mehr Gesundheit ist echt nicht drin, ne? Und sprechen Sie über physische und mentale Gesundheit. Aha. Okay, ich mache mal Knochentest und mir so. Mal schauen. Jetzt komm. Also man sieht, dass es blau ist, physisch, so, geht so. Schienbein. Ja, ich habe hier drauf gekriegt. Meine Narbe, ja, die sieht auch ganz normal aus. Sieht gut aus. So. Also, die Narbe sieht gut aus. Das klingt ja, was widerspricht immer. Was haben wir noch? Sprechen wir über physische, mentale braucht man nicht reden. Mental, das ist ein Fake Meme, wenn du ja depressiv bist, dann nicht depressiv. Mental Breakdown safe. Ja. Tschechische Innovationen. Was? Ich passe die Lampen da. Ja, ich habe eine Gitarre aus Tschechien. Echt jetzt? Ja, meine ist aus den 50ern. Ah. Habe ich mir mal irgendwie für einen 10er oder 20er geholt. Welche Gitarre? Du weißt? Nein. Die ist, glaube ich, unterm Bett. Ach so. Ja, Technologie. Was gibt's denn an Technologie? Zeugs, das funktioniert und läuft. Ich weiß bloß, Technologie ist Satan. Hier ist das Thema Technologie. Oh. Leute sogar. Hab sogar Nachrichten. Okay. Komm zum nächsten Thema. Reisen und Abenteuer. Abenteuer sind meine Menschen um mich herum. Wie gesagt, ich bin auf dem Fahrrad gefahren. Ich muss Ihnen auf Punkt 2 ansprechen. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren. Also wenn das nicht Reisen ist, dann... Das ist ein besonderes Viech. Ich fahre heute auch noch mit dem Fahrrad und zu meinen Eltern. Oh. Scheiße, das heißt, du darfst dieselbe Strecke wie ich praktisch in andere Richtung bloß zulegen. Ich hoffe mir ein bisschen, dass du mit mir fährst. Achso, nee, das geht nicht. Mein Spaß, ja, kann ich machen. Wird ein bisschen adventurous. Weil, das ist ja indirekt perfekt. Ja, das ist ja genau meine Rotte. Hast du den dann auch gesagt, deinen Eltern, weil ich dir gesagt habe, zwischen 13 und 18 bin ich da. Ich habe meinen Eltern noch gar nichts gesagt. Oh, achso. Ich komme einfach vorbei, ich habe einen Schlüssel. Oh, achso. Du bist ja hart drauf. Was ist, wenn die extra heute keinen Martin-Tag haben? Mein Dad ist in der Arbeit, der hat Nachtschicht, meine Mama ist zu Hause. Also. Dad ist in der Nachtschicht in der Arbeit? Aber wie? Achso, der ist da woanders. Okay. Weil ich dachte mir, der ist immer da und pennt dann zu Hause und sowas, aber das ist montagemäßig, oder wie? Nein, der ist von 6 Uhr bis 18 Uhr, 18 Uhr bis 6 Uhr. Aber der pennt jetzt, oder? Oder wie spät ist es? Der muss in 20 Minuten anfangen wahrscheinlich. Ah, der ist wahrscheinlich jetzt. Oh, scheiße, mein Gott, da ist die fette Uhr nicht auf die kleine Windows. Oh mein Gott! Weißt du, was für mich schlimm ist? Also, was ist das? Ich gucke am Abend hier, wir wissen, wie viel Uhr es ist. Hab die Möglichkeit, dass ich auf mein Handy schaue, hab drei Bildschirme, auf denen Uhren angezeigt werden. Zwei werden blockiert, eine kann ich sehen und die andere liegt hier. Und dann bin ich so. Du brauchst eine Uhr, Mann. Und da hinten ist auch eine hinter den japanischen Schriftzeichen. Ja. Also die, nur die steht in einem sehr blöden Winkel, im 45-Grad-Winkel, dass du sagst, okay, 1 Uhr oder 2 Uhr ist 12 Uhr. Okay, ja. Das ist gut, Mann. Ich hatte auch mal so eine Angewohnheit in der alten Wohnung, dass du keine Uhr gefunden hast, die richtig läuft. Das ist geil, Mann. Eine geht eine Stunde vor, eine geht eine Stunde nach, die andere... Da würde ich panisch werden, Mann. Die einzige Uhr, auf die du dich vertrauen kannst, ist die auf dem PC oder auf dem Handy. Oh, ey, die beiden dann. Ja, wir müssen wieder zurück zu der Zeit, wo, weißt schon, Uhr nicht wichtig war, doch. Ne? Back to the roots. Genau. Aber, ne, genau. Was gibt's noch so zu sagen? Ja, Atomo sind wir dann, ne? Aber Innovation, es wird nichts mehr erfunden, ne? Es ist alles ausinnoviert worden. Genau, Reisen waren wir. Hab ich ja gesagt, wir beide, ne? So. Ja, richtig geiler Thailand-Trip, ne? Total, Mann. Wissenschaftler Natur, holy shit. Ich meine, komm, was war das? Reisen? Wo hast du Reisen gelesen? Reisen Abenteuer, Punkt 4. Ja, als ob wir uns sowas leisten können. Ja. Mal first topic of all. Ja, das, genau das wollte ich dir davor noch sagen am Telefon.
ne, mit den ganzen YouTubern und Podcasts immer so, ja, dann habe ich das erlebt und das gemacht. Und ich mir, weißt du, kriege immer so fucking Nights of Fuck, man. Und ich bin hier so beschäftigt mit Scheiß und Behindertseins. Mein Chef von Mr. Krabs auch, der, keine Ahnung, ja, der Scheiß ist noch jung, geht halt nach Thailand. Der sagt das halt wirklich. oder keine Ahnung, gönnt euch mal alles und das. Ich habe mir jetzt auch Ägypten mit der Frau für 2-3 Wochen gegönnt. Da habe ich halt pro Person 800 Euro oder 1000 Euro gezahlt. Da denke ich mir so, ja, ich verdiene nicht immer so viel, dass ich meinen Lohn oder dass ich das investieren könnte in eine Reise, Alter. Ich bin genau auf dem Punkt, wo ich sage, ich bin kurz davor, Arbeitslosengeld zu beziehen, damit ich sage, mir wird alles gezahlt. Digga, das ist so, yeah, willkommen im goldenen Handwerk. Ja, hast du gesehen, was ich davon kriege, ne? Ja. Operation, paar Wochen im Krankenhaus. Deswegen, sehr modig. Ich meine, das gehört auch irgendwo zum Abenteuer dazu. Ja, stimmt. Das ist das negative Abenteuer. Ja. Ne? Aber wisst ihr, schafft doch mal ein Tor. Also ich weiß, Gott hat alles erschaffen, deswegen gibt es da nichts zu diskutieren, ne? Ja, genau, ja. Genau. Also betrachte wissenschaftliche Entdeckung, Umweltfragen und Naturphänomene. Okay. Nee, mach ich nicht. Naturphänomene gibt es immer wieder ein paar. Persönliche Entwicklung, sprich über Themen wie Zeitmanagement. Ah ja, genau, ich tue super schlecht, alles zeitlich planen. Ich habe meine Listen. Ja, so wie ich, ich muss jetzt auch kacken. Was gibt's? Was gibt's sonst noch da? Eine gute Frage, wo du schnell alles abarbeiten, während du einlegst. warte, Wissenschaft machen wir? Persönliche Wir haben hier eine Pille entdeckt, die irgendwie gewisse Kids killt. Ah, cool. Ja, cool. Was gibt's da noch persönlich? Produktivität, Selbsthilfe und Lebensgestaltung. Selbsthilfe. Du packst es schon. Wow. Ich bin da, wenn du was brauchst. Ich glaube nicht, Schem. Reiß dich mal zusammen, Männer weinen nicht. Trink mal ein paar halbe. Wenn du nicht knast, hast du nicht gelebt. Genau. Geilste Aussage. Wenn du nicht im Knast warst, dann bist du geil, Mann. Ja, genau. Dann hast du nicht gelebt. Dann denk ich mal so, Penner, ja, fick dich auch ins Knie. Ja, Mann. Weißt du, was geil ist? Das Ding hier bei der Packung. Bei deinem Drehtabakpackungsbild. Weißt du, der Abschreckbild. Ja, so schöne Achsen. Du drehst, ja, genau, du drehst da gerade zur Zigarette und dann so, wow, du hast die limitierte Edition. Ja. Du hast den Schwarzfuß. Weißt du, nein, es geht wirklich so. Also für mich ist Schwarzfuß eher weniger wert. Ja. Was ich richtig geil finde, ist der Babysack. Wo die Mutter und der Vater so geschauspielt. Das ist immer so dieses. Right. Aber was ich richtig, richtig geil finde. Der impotente Typ im Bett. Der impotente Typ im Bett, wo ich mir einfach nur denke, nee, der ist nicht impotent, der ist einfach nur scheiße im Bett. Eigentlich, der kann nicht länger als eine halbe Minute durchhalten. Oh, ich bin so scheiße. Und sie zieht sich eigentlich gerade bloß wieder an und denkt, hey, Alter. Und am Ende war er bei einer Nutte. Ja, er denkt so. Hodensaugpumpe, die ihn 6 Stunden lang bearbeitet. So sagt den ganzen Penis. Penis ist nur noch Matsch. Der Penis ist nur noch Matsch. Und dann raucht er alle 3 Jahre so eine Zigarette. Ja, das ist die Zigarette. Ja. Deswegen. Entweder das. Kann ich mir richtig vorstellen. So, manche Leute schieben ja auch drauf, dass, keine Ahnung, ihr Onkel hat sie komisch angefasst oder sonst was. Deswegen habe ich ein paar geistige Störungen, der die ist. Sonst was. Ja, Alter, du hast das. Keine Ahnung, ja. Ist klar, ne? Ja. Deswegen kann ich jetzt Leute umbringen, weil mein Onkel hat mich angefasst. Du. Nee, aber was war? Genau, das ist nicht schlecht. 23. August 2024. Was ist denn 23? Wenn du wechselst, ja, dann kann ich auch Leute umbringen. 23. August. Das muss ich mir fast sogar aufheben. Oh mein Gott. Ich glaube, mein Dad hat am 23. August Geburtstag. Echt? Oh krass. Ich weiß das nicht ganz genau, ich glaube. Ja, doch, 23. Irgendwas an den Dreh. Ich meine, wir haben August. Ne, hatten August. Es ist vorbei, leider. Aber was war noch? Genau, was mir gefallen hat, ist auf jeden Fall Typ C bei Heizkörper mit Frau, ne? Davor geht er noch gechillt, weißt du, er tut seinen Alltag ganz normal bewältigen. Dann raucht er eine Zigarette und dann fällt er um und sofort ist seine Frau doch hinter ihm so, oh nein, mein Mann, Schlagabfall, ne? Du kennst das Bild, oder? Das ist richtig gut. Und dann gibt es noch irgendwie ein Bild, das habe ich heute erst wieder gesehen, wo ich Kaufland war,
wo er irgendwie so, Achtung, Rauch macht blind, und dann kommt so wirklich direkt Rauch aus den Augen, so, Bruder. Einfach was ich mal gesehen habe, du kannst da sogar so Inlays kaufen für deine Zigarettenschachteln, damit dein bearbeiteter Text dort steht, zum Beispiel, Rauchen fördert soziale Konversation oder so. Okay. Weil du beim Rauchen halt draußen stehst. Du siehst halt so eine Gruppe von Leuten, die draußen raucht und so. Und Rauchen fördert das soziale Zusammensein oder irgendwie so. Ja, geil. Das ist ja fett top. Ist das so eine Pro-Raucher-Seite oder extra? Keine Ahnung, habe ich irgendwo mal auf der Internetseite gesehen, kannst du kaufen. So 5 Dinger für 5 Euro oder so. Ja, geil, ey. Und kannst du reinschieben. Das ist ja fett, Mann. Ey, voll smarter Markt, ey. Ja. Ich find's genial. Das stimmt schon. Müsste man bloß für Tabakbeutel auch machen. Achso, ja, stimmt. Da gibt's, ihr müsstest da draufkleben. So. Oder einen eigenen Tabakbeutel kaufen. Dann gleich eigene Firma machen, ne? Richtig. So, aber an dem Punkt. Ich habe mal einen Streamer gesehen, der hat irgendwie mal behauptet, dass er jetzt eine eigene Zigarettenmarke machen wollen würde. Okay. Ist war ein Joke, glaube ich. Weil ich denke, viele Leute rasten dann aus oder sowas. Ich weiß nicht, das ist besser, wenn du sagst, du tust Porn in deiner Freizeit vergewaltigen, glaube ich, ab dem Punkt, oder? Ich weiß nicht. Boah, Junge, 16 Uhr Vergewaltigungszeit. Rape o'clock. Ja, right. Rape o'clock. Okay. What time is it? Flavor Flav, ihr Boy! Voll auf der Pass! Voll auf der Pass, Pussy! Ist das ein Charakter von irgendwas? Nein. Was hast du dir ausgedacht? Nein, es gibt Fuck und Clock. Was ist das? Voll auf der Pass! It's Fuck und Clock! It's Fuck und Clock! Aber, das gibt's nicht, oder? Nein. Das gibt's? Das gibt? It's Fuck und Clock! Zeig mal! Oh. Fuck. Oh. Clock. Ja. Ist das Bee Gees Parodie oder sowas? Könnte sein. Sehr catchy. Now you mo- no more. Ja. Glück, ja, Mann. Sehr geil. Von was sind wir abgekommen? Persönliche Entwicklung, oder? Ja, Wissenschaft und Natur gab es ja nicht so viel. Persönlich. Aha, aha. Geschichte und Kultur. Oh, nein. Deutschland hat keine Geschichte, okay? Nee. Da ist niemals was passiert. Zwischen 33 und 45 waren wir alle im Urlaub. Ja. Erkunde historische Ereignisse. Ich will get down back time. Okay. Where's the man? Nein. Ja. Verschiedene Kulturen und Traditionen. Achso, ja, Oktoberfest ist bald, ne? Eigentlich hatte ich ja geplant, dass ich, wenn ich arbeitslos bin, dass ich da betteln tue. Aber soweit ist nicht gekommen. Das wäre richtig cool abgegangen. Naja. Naja, gut, historische Ereignisse, das brauchen wir ja nicht drüber reden. Ey. Ich glaube, da kann sich jeder genug selber aussuchen. Aber ansonsten, in Schland passiert sonst nichts. Außer Neuland bleibt stehen von der Entwicklung, ne? Ja, ich würde sagen, schon irgendwie gerade das, was gerade politisch vielleicht passiert, aber das haben wir ja nochmal irgendwo anders ein Thema, aber das ist so, wo ich sage, gerade sind wir hier an einem recht heiklen Punkt in der Weltgeschichte, wo man sagt, okay, mal schauen, wie sich alles gerade entwickelt, da kannst du nicht wirklich mit dem Finger auf jemanden zeigen und ich finde, Politik ist immer so ein Thema, wo du am Ende des Gesprächs nie auf dem grünen Ast landen wirst. Wie kommst du auf Politik? Weil auch irgendwo da, direkt unter, nee, da ist Politik. Aber oh, ja. Oh, Entschuldigung, ja, stimmt. Geschichte und Kultur und da unten ist Politik. Ja, stimmt. Unternehmertum, Karriere.
Also ich werde ausgebeutet. Tito? Also keine Ahnung, mir wird verboten, dass ich nicht... Teile Ratschläge für Unternehmer. Ja, wie wär's mit einer guten Arbeitsbedingung? Teile Ratschläge für Unternehmer. Vielleicht akzeptieren, wenn ein Angestellter krank ist, dass er krank ist. Mein Arbeitskollege geht nicht zum Arzt, wenn er krank ist. Dann holt sich keine Krankmeldung. Der sagt, er nimmt seine Überstunden her, weil wir ja eh bis Ende des Jahres immer so um die 180, 190 Überstunden haben. Und dann heißt es trotzdem, wenn du dir diesen einen Tag mal sagst, hey, ich will da meine Überstunden mal 8 Stunden abarbeiten oder so. Ja, aber Freitag, da arbeitest du das wieder rein, gell? Alter, ich hab dir das schon 1000 Mal reingearbeitet. Das ist scheiße, Dude. Das ist richtig scheiße. Ansonsten ja, genau. Gibt es noch Bürgergeld und Arbeitslosengeld? Genau so, ja, mal hier, was war's? Leg deine Termine in Zukunft bitte besser. Machst du es am Freitag, weil ich kriege, Handwerker kommt bei mir hier vorbei, wegen Elektrik und sonst was. Ja, bla bla bla, mach deine Termine besser, deswegen haben wir doch Freitag den Tag. Ich meine, ja, wow, trotzdem, weil der Handwerker für mich am Freitag so viel Zeit hat. Oder generell, aber okay. Da kann man viel machen, da kann man viel planen. Du kannst entweder Zeug erledigen oder du kannst arbeiten. Du kannst nicht beides haben, so einfach ist es, ne? Aber, ja genau, das Bezug Unternehmen und Karriere. Und Karriere, es gibt eigentlich nur hier so... Teile Ratschläge für Unternehmer. Oh ja, für Unternehmer. Karriereentwicklung und Erfolgsgeschichten. Erfolgsgeschichten. Meine Erfolgsgeschichte ist, dass ich letzte Woche Freitag 35 Euro gefunden habe und sie niemandem gegeben habe. Ja. Meine Erfolgsgeschichte ist, dass ich keine Miete bezahle. Meine Erfolgsgeschichte ist, dass ich gerade der Stadt weg in den Sprung klaue. Meine Erfolgsgeschichte ist, dass ich, ja genau... keine GZ zahle. Zum Beispiel... Obwohl, habe ich mich immer noch nicht gemeldet? Stimmt, Alter. GZ ist auf jeden Fall ein super Eingangspunkt. Und was war denn Erfolgsgeschichte? Ja, genau. Ich hab dir erzählt, Partybar. Ich war halt übelst übermüdet, weil es immer Party bei uns. Du musst ja jedes Mal Party sein. Und ich bin so ein bisschen kurz vorm Überlegen, dass ich wieder, keine Ahnung, umziehe oder sowas. Weil dann kann die alleine wohnen, die Oma. Und dann, keine Ahnung. Dann ja. Und dann viel Spaß alleine. Ne? Weil wenn ich zu sauber bin und zu viel Action mache und das ist halt das. Was mir mal auffällt ist, weißt du, das ist dreckiger in meiner Umgebung, dementsprechend bin ich säuberlich, ich habe natürlich mehr Sorgen. Und machst du Party bei sich zu Hause oder wow? Normalerweise verstehe ich das, wenn man sagt, okay, ich gehe woanders hin. Und schau, ich liste das auf. Montag ist Samstag, Dienstag ist Samstag, Mittwoch ist Samstag, Donnerstag ist Samstag, Samstag, die hat 7 Samstage, ne? Wahnsinn, was man sich alles leisten kann, wenn man arbeitslos ist. Ja. Richtiger Entrepreneur. Und ich habe letztens noch geholfen finanziell mit Stromrechnung. Und denke ich mir, das habe ich jetzt einmal gemacht. Das waren jetzt 80 Euro für drei Monate, für zwei, drei Monate. Das mache ich jetzt nicht wieder, weil das nächste Mal, wenn ich mit Stromrechnung mithelfe, dann sage ich, sorry, aber dann musst du das dein Privat, dein Wohnungseigentum als Diskotheken, Unterhaltungsgewerbe anmelden. Und du willst, wenn so viel Party die ganze Zeit stattfindet, wenn da lauter Leute vorbeikommen, die ganze Party, woo, dann sage ich auch, fuck you, ne? Du musst als Diskothek oder sowas betreiben, ne? Weil dich als Gewerbe an oder so eine Scheiße. Dann musst du GEZ zahlen. Nicht GEZ zahlen, das war das kommt. GEMA. GEMA, ja, und was kommt dann noch dazu? Ne? Ist mir scheißegal, fuck you. Ne? Weil wenn meine Lebensqualität leidet, dann bin ich nicht mehr so zufrieden. Doch. Aber ja, genau, Unternehmen und Karriere. Politik und Gesellschaft. UdSSR. Beides ist für den Arsch. Political Society. Und diskutiere aktuelle politische Ereignisse. Ja genau, der eine Nazi-Politiker, voll der Nazi, ne? Voll, Alter, voll schlimm, ne? Der war halt echt voll der Nazi. Ich würde gerade mehr, ja. Scheißegal, ich hab 6 Cent. Ja, ja. Alter, voll schlimm, weil er ist halt echt voll der Nazi, ne? Und daneben Karriere, genau. Aktuelle politisch, soziale Fragen und kulturelle Debatten. Alter, bin ich Maischberger oder was? Soziale Fragen. Ja, ist es sozial, wenn man unsozial ist? Das war die gute Frage. Auf eine gewisse Art und Weise. Echt? Naja, ich habe einen Arbeitskollegen, von Fabian, der mag Menschen nicht. Okay. Also wäre es doch relativ sehr sozial von dir, wenn du ihn in Ruhe lässt. Stimmt, ja. Stimmt, halt nichts anderes verschmott. Deswegen, ich schreibe ihm auch kein einziges Mal, wenn es nicht wirklich etwas super Wichtiges wäre, weil ich mir denke, keine Ahnung, das haben wir schon mal gesagt, ich bin ein Arbeitskollege, allein dafür hasst er mich.
Ich hasse ihn allein dafür, dass er mein Arbeitskollege ist, weil wir diesen scheiß Shithole hassen und diesen Job. Was ist das? Ich würde mal sagen, nein, wir hassen uns. Echt jetzt? Aber ich dachte, ihr braucht sich ja irgendwie. Ja, wir haben, ja, Hassliebe halt irgendwie, ja, keine Ahnung. Aber es ist halt einfach dieses. Mhm. Wir hatten mal das Thema so von wegen, dass man sagen, okay, wir machen mal was zusammen, wenn ich da nicht mehr arbeite. Nee. Weil dann bin ich kein Kollege mehr, nee, sondern bin ich im Normal. Das ist cool, dann ist man auf jeden Fall. Aber so, wenn ich mit ihm unterwegs wäre, wäre es einfach permanent dieser Gedanke, er ist mein Arbeitskollege. Oh fuck, du hast mir was Traumatisches erinnert. Verdrängte Erinnerung, komm auf. Ja, Mann, ich fahr Audi und da war Dingsel. Hat dich mal einer unflittig angefasst. Ja, Mann. Nee, deswegen Hashtag MeToo, ne? Nee, aber da haben mir dann auch so drei Arbeitskollegen haben erzählt, die tun alle zusammen immer, die tun ihren Urlaub zusammennehmen. Dann verreisen die zusammen, machen Urlaub und dann arbeiten die zusammen in Nachtschicht und sowas und privat machen die auch noch was am Wochenende. Stell dir das vor, Mann! Stell dir das vor, es gibt so Menschen da draußen, die so unterwegs sind. So. Kannst du nicht sagen, dass das, dass die nicht da vom anderen Ufer sind und dass die irgendwie in den Nahe, weißt schon, die sind bescheuert. So kommt mir das ein bisschen vor, ich meine. Ja, das ist genial, das dürfen sie, ja, haben wir ja kein Problem mit. Aber selbst wenn, selbst wenn du denkst, wenn du mit deiner Ehefrau verheiratet bist und sowas, dann wirst du ja auch noch eine Arbeit sehen und du wirst mit ihr Urlaub machen und dann musst du 24/7. Ja, wie war das, wo ich dir erzählt habe vom Raphael? Mit der einen, die gesagt hat, ja, hey, ja, wie schaut's denn aus, ja. Ja, also ich arbeite das und das. Ja, also das ist für mich jetzt schon ein bisschen der Dealbreaker hier. Ja, wieso, na das? Ja, ich suche jetzt irgendwie jetzt schon jemanden, der arbeitslos ist, also so Vollzeitarbeitslos und Arbeitslosengeld bezieht. Ja, und was soll der Mann so generell machen? Ja, ein Auto sollte er schon haben. Und er sollte mich halt schon zur Arbeit fahren. Die hatte jemals wieder Kraft gearbeitet. Das ist so und geil. Dann, und dann hat sie gemeint, irgendwie so, ja, der kann ja dann halt noch irgendwie nebenbei einen Kaffee trinken und halt bei mir in der Arbeit bleiben oder so. Danach fährt er mich halt wieder nach Hause. Holy shit. Wo ich dann denke, ja, und Kinder. Wie soll ich mein Auto finanzieren? Wie soll ich meine Wohnung finanzieren? Wie soll ich das oder dies und jedes? Nee, es geht schon, wenn die über Go richtig verdient, ist ja kein Problem, ne? Aber, Sie hat auch keinen Bock zu arbeiten. Ach so, okay. Will, dass der Mann das Geld reinbringt. Ach so, okay. Dann, oh mein Gott. Verstehst du die Logik? Wie willst du das Geld nach Hause bringen, wenn du sagst, du bist voll berufsarbeitslos? Also ich glaube, ja, vor allem wenn du ein Auto hast, dann musst du 10-mal nachdenken, wie du jeden Meter Strecke fährst und sowas, ne? Da musst du wirklich auf die Minute genau takten und planen. Ja, macht ja auch Sinn, wenn du dann bei deiner Freundin bleibst und sie dann wieder nach Hause fährst. Dann fährst du nicht wieder nach Hause und dann wieder zurück, ne? Vor allem, da du ja arbeitslos bist. Hast du natürlich Zeit, bei ihr zu sein. Ist klar. The fuck you, nein. Süßstoff. Okay, Bruder. Warte. Oh, ich sterbe innerlich. Politik, Hammer und Gesellschaft, das hatten wir. Kreativität und Kunst. Oh, geil. Ey, da sind noch ein paar Themen da unten, du Bastard. Hast ja gar nicht runtergestellt. Nein, ich habe gesagt, 17 Themen sind es. Oh, 17, oh. Kann sein, dass du es gesagt hast, aber ich habe es nicht gehört, weil ich behindert war. Dann hättest du halt in der Schule aufpassen müssen oder nicht bei Zivilgänger rauchen sollen. Oder dann hätte deine Mutter vielleicht nicht rauchen sollen, während du gerade in ihrem, wie sie schwanger war. Oder vielleicht hätte meine Mutter in der Schule aufpassen sollen. Ja. Oder vielleicht hätte die Schule einfach aufpassen sollen und sich denken müssen, hey, der Junge braucht ein bisschen Hilfe beim Lernen. Kreativität und Kunst, erforsche Kunstformen. Du warst ja davor auf dem Klo, das war definitiv eine Kunstform, würde ich sagen, oder? Oh shit, jetzt kommt's. Hilf mir nicht mal mehr. Kunst. Ja. Ist die nicht gestimmt? Oh, kann ich da ein bisschen? Kann ich ein bisschen jammen? Tut man die auf ERC? Ey, das kenn ich doch irgendwie. Benjodell. War das von einem Film, oder? Ja, der Deliverance. Beim Sterben ist er der Erste. Mm. Mit dem Bert Reynolds. Okay. Mit dem Bert Reinholz. Warte mal. Ist die gestimmt? Ja, nein? Jein, also die verstimmt sie ein bisschen selber. Schau dir an, wie verrostet die Seiten sind. Ich meine, ich habe sie vor kurzem gestimmt. Und abgesehen davon fehlt die sechste Seite. Und abgesehen davon hat ein Banjo keine sechs Seiten. Oh, das ist ein Pseudo-Banjo, oder wie? Ja, ein. Was ist das denn? Ein Banjo. Ist das einfach eine Snare dann auch? Hab ich keinen Push? Ja. I'm feeling gaggle with me!
Warte mal. Es ist. Nicht so draufhauen. Habe ich nicht gern. Also nicht so draufhauen. Nicht so super saft. Wenn ich den mache. Alles cool. Aber warte, lass mich noch ein bisschen nachstimmen. Abgesehen davon ist auch der Seitenabstand zum Bund ziemlich hoch, wenn du mal reinschaust. Du meinst von der zu der Seite? Oder vom Bund? Der Abstand hier drin. Dass man weit drücken muss? Ja. Okay, ja, wir können jetzt nicht so. Ich habe extra den Hals hier oder das den Sattel hier runtergeschliffen. Oh. Ich fick gleich wieder gegen die Matze. Oh, da bläht's nach. Das ist ja die beste Song. Nee, eigentlich die Ude, das ist eher Hymne. Achso, Aye. Das habe ich letztens in der Arbeit kein Radio. Achso, oh mein Gott, das ist. One? Ja, genau. Live-Band. Ah ja, wir haben uns gerade gegründet und mit dem Spiel und dann so, nein, warte, lass mich noch. Nein, warte. Schickst du Rob Zombie, ey, das hast du voll von mir geklaut. No, I don't have a gun. Ja, jetzt geht's zu 10 Stunden. Was soll ich sagen? Genau, da kommt dann lyrics-mäßig auch so: Hurry up, take your time. Ja, das ist recht, recht witzig. Jetzt kommt deins, Schnucki. Alter, fuck, ey.
Was kommt jetzt? Kulinarität und Kochen, oder was? Kulinarik. Ich habe noch nie gehört, Kulinarik und Kochen. Teil der Rezepte, kulinarisch. Also ich habe letztens Zahnpasta gekocht. Also ich habe letztens Crystal Meth gekocht. Und Food-Abenteuer. Ja, ich habe letztens was Schlechtes gegessen. Oh, Alter, ja doch. Food-Abenteuer. Ich war ja auf King Gizzard and the Lizard Wizard. Und mega geiles Konzert, aber davor war ich auf so ein, keine Ahnung, das war bei der Turnhalle und die haben in der Straße haben die so einen Burger King. Ganz kleiner Laden, wirklich Publikum, also wenn da vier Leute drinstehen, ist es rappelvoll. Vielleicht war der Typ einfach nicht drauf gefasst, dass da heute viel los ist oder so. Bestimmt netter Mann und so, aber es war halt, keine Ahnung, so ein dunklerer Mann. Hat mit seiner Frau wahrscheinlich den Laden betrieben, Burger King trotzdem. Ich stehe draußen beim Rauchen, schaue halt rein, der Grill raucht ein bisschen stark, also will ich mich mal drum kümmern. Aber dieses, wo er mir die Tüte in die Hand gibt, seinen fettigen Finger noch dran und gerade dass er nicht noch seine Finger an der Tüte noch so wegwischen wollte. Und der ganze Grease von der Tüte selber, ey, keine Ahnung, eine Woche lang scheißen dürfen davon. Ja, Mann. Ich mag Burger King, ich bin einer, der Burger King mag. Auch wenn ich gerade Maggis gefressen habe, es ist Essen. Fuck it, ich bin da nicht so. Okay. Aber ja, der war ein bisschen, keine Ahnung. Recht overgreased. Ja, den habe ich noch eine Woche später gespürt. Geil, Mann, ey. Ja. Da habe ich mein Revival vorher gehabt, bevor es ein Jahr vergangen ist. So, Revival-Ding hast du? Ja, normalerweise sagst du, okay, du machst halt so ein Revival-Konzert, so, okay, wir sind wieder, oder so nach einer gewissen Zeit, so, hey, so wie ich sage, hey, da spielt Nazareth wieder, geh wieder mit demselben Kumpel aufs selbe Konzert, auf dieselbe Halle, lass uns ein Revival feiern oder Reunion oder was auch immer. Und ja, der Burger war halt noch eine Woche Revival-Feier. Alter, gut aufgeräumt. Der hat bestimmt gut aufgeräumt. Ja, der hat richtig aufgeräumt. War wie so eine Inside-Out-Detoxing-Tour. Alter, perfekt, Mann. Du hast die nächsten Punkte angesprochen. Sport und Fitness. Ja. Analysiere Sportereignisse. Oh ja, stimmt. Hast du das Fußballspiel von gestern gesehen? Ja, da war doch was, dass der eine FIFA-Wichser irgendwie die Frau auf die Stirn geküsst hat und so, echt? Weil Frauen Fußballmannschaft gewonnen hat, die eine, und dann war das so, oh mein Gott, der hat die geküsst. Achso, ist dann vergewaltigt worden? Ja, sie hat halt irgendwie, oder die Presse oder sonst was, ich habe das nicht verfolgt, mich interessiert das Fußball allgemein nicht, und außerdem, psychisch traumatisiert, keine Ahnung, ich hätte den auch, ich meine, keine Ahnung, wenn sie wirklich bepisst ist, ich meine, du hast once in a lifetime opportunity, der Oberwichser von denen, vom FIFA, ich meine, du weißt eh, wie viel Geld da hinten geschoben wird, oder weiß man eben nicht. Und dann kommt der Obermacker an, sozusagen, und keine Ahnung, du könntest ein geiles Zeichen setzen und slaps ihn als Frau. Abgesehen davon hat er sie jetzt, glaube ich, nicht mal auf den Mund geküsst, sondern bloß auf die Stirn oder so, keine Ahnung. Aber trotzdem, keine Ahnung. Du weißt vielleicht schon, wenn Männer Frauen anschauen, zählt das auch schon zu Rape, ne? Ja, ja, absolut. Deswegen, ich meine, das habe ich nicht gewusst. Das war letztens erst, oder was? Ja, letzte vorletzte Woche, keine Ahnung. Ich verfolge sowas nicht so, weil es mich nicht so sehr interessiert. Das Fußball allgemein ist nicht so. Bildung und Lernen, den mache ich auch nicht mehr, dann habe ich aufgehört. Ja, da war ich auch nach der 11. Klasse, war es für mich vorbei. Weißt du, was er aber auch nicht frisst, kennt, was er nicht kennt, frisst er nicht, ne? Ist ja klar. Ne? Umwelt und Nachhaltigkeit, ja, ich habe heute wieder Autobatterien entwickelt. Betrachte Umweltschutz, ja, der existiert bei uns. Nachhaltigkeit, das ist davon noch Atom erwähnt. Nachhaltigkeitspraktiken und grüne Innovation. Grüne Innovation, ja, da siehst du überall grünen Sticker drauf. Wir sollten ganz Bikini Bottom nehmen und das einfach woanders hinschieben. Ja. Im Grunde nehmen wir unseren Atommüll und schieben ihn einfach nach Tschernobyl. Ja, da will die nächsten 100.000 Jahre eh keiner sein. Dann haben wir da unser Endlager. Obwohl, ne, viele Leute sind hingezogen, weil günstige Mieten und so ist. Ne? Ja, no shit, echt, ja. Das werden die Kinder auch noch mitkriegen. Also die Kinder, die halt rauskommen, falls die so viel Bewusstsein damit haben. Ja, aber mit dem dritten Arm lässt sich ja schneller Steuer schreiben. Oder schneller tippen. Ja. Das sind dann, wie heißen sie? Der X-Man. Wie heißen sie? Achso, ja. Ja. Diese mutagene Viecher. Ja, ja, die gründen dann die X-Man und so. Und dann Toxic Avengers. Toxic Avengers. Was, kennst du diesen trashing italienischen Film, habe ich letztens wieder gesehen, Aktion Mutante oder sowas, kennst du den? Aktion Mutante! Das ist irgendwie so, irgendwie so eine Vereinigung von Behinderten, also das kommen so zusammen und die tun so schöne Models und sowas, Geiseln nehmen oder sowas.
Und dann verlangen die irgendwie Lösegeld, so, ja, hört auf, wunderschöne Menschen im Fernsehen zu zeigen, ihr müsst auch Krüppel und Behinderte zeigen, was weiß ich alles, ne? Und genau, die werden heute zu Terroristen und sowas, richtig witzig, ne? Aktion. Siehst doch so eine, das Frontcover-DVD ist jemand dann auch Rollstuhlfahrer mit so AK-47 so. Und dann immer so das Hauptthema, Aktion Mutante! Okay, ja, genau, Umwelt, Mentalität und Psychologie. Alles beides nicht stabil. Themen wie Motivation habe ich nicht. Angstbewältigung und das menschliche Denken. Boah. Ja, das ist ein Thema für sich, das kannst du ausbauen, das kannst du im Podcast selber halten. Da kann ich dir tausend Themen sagen und da finden wir immer keinen Film aus. Also Vorbereitung ist darin, liegt darin, Mensch zu sein. Das ist das, worauf du am Ende rauskommen sollst. Aktion Mensch, Aktion Mensch schon. Technik und Ratschläge. Praktische Tipps. Ja, jetzt gebe ich dir einen Tipp. Das ist ein Messer. Okay. Messer tut weh. Danke, Mann. Aber gegen Messer, weißt du, wie du dich gegen Messer richtig gut verteidigen kannst? Weißt du, Schutzschild oder Ketten oder so? Eine Knarre. Ja, Mann, Wasserstoff vor mir. Das ist so wie bei American Dad, wo der Steve und Stan mal fragt, so, Dad, du bist doch bei der CIA oder so, keine Ahnung, irgendwie so nach dem Motto, kannst du mir Karate beibringen? Ich will mich selber verteidigen. Sohn, es kommt der Moment in Blabla, wo er dann sagt, ja, keine Ahnung, was sagt er? Mac-10, Kugelschreiber, Pistole, Schwert, Pistole. Und dann so, Mac-10, AR-15, Paprika. Eine Kugel ist immer stärker als derjenige, der Karate kann oder so, oder gegen Kampfsport. Oder eine Knarre ist immer schneller als Kampfsport oder was weiß ich. Das stimmt allerdings, ey. Warte, oh, da steht noch, letztes Ding versteht noch. Denk daran, dass der Erfolg deiner Podcasts auch davon abhängen kann, wie gut du dich in dem gewählten Thema vertiefst und wie authentisch und leidenschaftlich du darüber sprechen kannst. Zudem ist es wichtig, Zielgruppeninteressenten und Markttrends zu berücksichtigen, um ein Publikum anzusprechen. Ja, ich meine, Mentalität und Psychologie, das ist ein fettes Thema. Natürlich kannst du darüber reden, da werden dir auch super viele Leute drunter Posts geben, wo du dann natürlich den Algorithmus-Ding hier antreibst, dass Alter, Leute, schreiben Leute was. Ja, aber Mentalität und Psychologie, keine Ahnung, allein darüber zu reden, macht mich mental und psychisch viel fertig, weil ich mir denke, okay, wow, ich habe nicht schon wieder Bock, den ganzen Shit aufzurollen zu lassen, den ich in den letzten 8 Jahren durch hatte. Aber so das innere Kind in dir, das schreit halt. Das ist tot. Das habe ich schon längst eingesperrt im Keller und habe es 10-mal... Warte mal, wenn du ein inneres Kind hast und du vergewaltigst dein eigenes inneres Kind, bist du jetzt angezeigt wegen Vergewaltigung oder Pädophilie oder darfst du dein eigenes Kind vergewaltigen oder ist das Eigentum vom Staat? Ist das so? Genau außerdem, du hast das eigene Kind umgebracht. Das ist ja auch wiederum Eigentum vom Staat. Dementsprechend müsstest du dafür weggesperrt werden, wenn der Staat das nachweisen kann, ne? Ja, bei den Amis ist es auch so, dass du bestraft wirst, wenn du Selbstmord begehst. Ja, Mann. Also, das ist richtig so, Mann. Land of Freedom, Mann. Ja, aber gut, ich meine, wenn du damit durchkommst oder wenn du es überlebst, weil du zu blöd bist oder so, dann könnte man dich deswegen anzeigen. Alter, obwohl ich so viel Koffein in mich reinkippe, werde ich müde, Mann. Seltsam. Bist du mehr Koffein? Ja. Nee, also nicht mehr. Ich tue das jetzt wegräumen, sonst ja. Ne, ist ja leer. Aber, boah, aber das eklig ist der Dings und Süßstoff. Ich hätte echt draufschauen müssen. Ich hätte es besser wissen müssen. Und trotzdem, ich habe schon so oft falsch gemacht. Das ist nicht das erste Mal. Das passt schon zum 4., 5. Mal mit hier. Bastard Süßstoff. Überhauen Sie Süßstoff rein, Mann. Irgendwann. Ich glaube, das ist der Dings, der NWO, die dahinter stecht. Weil, was ist, wenn ich normal. Irgendwann ist nur Süßstoff. WHO. Aber? WHO. Nee, das ist NWO, glaube ich. Nicht WHO. Ja, das ist, irgendwann ist das auch Süßstoff in dem ganzen McDonalds-Zeug drin und dann wird das auch unschmackhaft so gemacht oder so, habe ich das Gefühl. Habe ich Panik davor, Mann. Ja? Was spricht dagegen, ganz klassischer alter Industriezucker zu benutzen hier, damit ich Diabetes Mellitus kriege? Ne? Ich verstehe es halt nicht. Das macht mich echt fertig. Diabetes. Ja, Diabetes. Ne? I've got Diabetes. Ja, ich würde sagen, wir sind auf unserem Podcast gekommen. Ich kenne dich jetzt nicht mehr. Ich verpiss mich von dir. Ne, Spaß. Mach mal Stopp. Und dann hier, tu mal behind the scenes besprechen. Boah, die Kamera ist voll warm. Das war's jetzt mal hinbekommen.